I was thinking though, if you do repeat moves here as white, and you have to play the guy who saw you do that tomorrow, four games, you lose your face, you know? And he will think, well, you know, I have a four game match with the chicken. Norwegian word, and yeah, it has some German. Apparently, it was not fake news. Because the game has just been announced drawn. Oof. Bravo. I mean, it's amazing. First time. The cucumber. I mean, you see, when Magnus is like, when his life is on the line, when the, suddenly he's not Magnus anymore, yeah? Yeah, today was. I've never seen Magnus offering a draw in a position like this. Like, yeah, in a position with 28 pieces on the board. Yeah, I don't know if I've ever seen this before. It's a completely playable position. Completely playable. It's just, I've just never seen that before. But you see, like, when suddenly their stakes are as high as this, he makes an exception. Yeah. And rip classical chess. Press F to pay respects to classical chess. It's always beautiful to see, I find, when people are under pressure, how they, you know, how they suddenly change their habits, and that's remarkable. Hallo und herzlich willkommen zur Live-Kommentierung der Tiebreaks des Weltmeisterschaftskampfes 2018. Wir haben bisher ein sehr spannendes Match erlebt, was komplett im Gleichgewicht lag. Absolut, ja. Also 12 Runden gespielt, alle 12 Partien sind Remis ausgegangen. Mal hatte Magnus den leichten Vorteil, mal war Fabi derjenige, der am Drücker war. Mhm. Aber insgesamt hat es nie einer geschafft, einen ganzen Punkt einzufahren, sodass wir heute in den Tiebreaks gelandet sind. Und heute wird es einen neuen oder bestehenden Weltmeister geben. Aber heute wird auf jeden Fall die Entscheidung fallen. Und was haben wir bis dahin zu erwarten? Also das Erste, was uns erwartet, ist ein Match aus 4 Schnellschachpartien. Und wenn es einer Seite gelingen sollte, 2,5 Punkte zu holen, dann bekommt er den Weltmeistertitel oder darf ihn behalten. Und wenn das nicht passiert, oh, dann schrauben wir an der Zeit. Dann wird nämlich von den 25 Minuten so ziemlich alles abgezogen und die beiden spielen Blitzmatche. Und auch keine Blitzmatche mit 4 Partien, sondern immer mit 2 Partien. Also 2 Blitzpartien, die darüber entscheiden, wer Weltmeister wird. Das ist schon Wahnsinn. Davon gibt es bis zu 5 Stück. Wenn sich immer ein 1-1 ergibt, dann geht es halt immer weiter bis maximal 10 Blitzpartien gesamt. Und also 5 Matches quasi. Genau. Und wenn dann immer noch ein absoluter Ausgleich herrscht, dann geht's in die Armageddon-Partie. Aber das wäre sehr spannend, aber das ist erstmal nicht zu erwarten. Das ist ein weiter, weiter Weg bis dahin. Und sehr, sehr viele Partien sind zu spielen, 14 an der Zahl. Und so ausgeglichen es bisher war, ob es so weitergehen kann, ob das überhaupt möglich ist, dass die beiden keine Fehler machen oder so wenig Fehler wie in den bisherigen 12 Matches, ist, das wäre fast ein Wunder, wenn sie ihr hohes Level aufrechterhalten können mit so wenig Bedenkzeit. Was ist deine Vermutung? Bis wohin können sie es aufrechterhalten oder beziehungsweise wie viele Partien werden wir heute sehen? Oh. Natürlich jetzt eine gemeine Frage, aber... Absolut, ja. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Die Chancen im Schnellschach würde ich ungefähr 50-50 beziffern. Mhm. Und auch, ich weiß, dass Magnus ein deutlich höheres Schnellschach-Rating hat als Fabiano. Aber so wie sich Fabiano hier bei diesem Match präsentiert hat, mit dieser präzisen Eröffnungsvorbereitung, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er da noch einige sehr scharfe Varianten für Magnus hat und ihn eventuell auch da rausbringt. Also ich wäre nicht verwundert, wenn Fabiano gewinnt, auch nicht, wenn Magnus gewinnt, auch nicht, wenn es wieder ausgleicht also, ist. Also
Wir nehmen alles hin. Ja. Was denkst du denn, was passieren wird? Ja, ich bin mir auch unschlüssig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall noch in die Blitzpartien kommen, also dass es nach dem Schnellschach noch keine Entscheidung gibt, weil du hast es schon gesagt, Fabi kann mit seiner enormen Vorbereitung punkten. Hm. Magnus hat vielleicht die etwas bessere Intuition oder ist generell so ein eher intuitiver Spieler, was natürlich gerade mit weniger Bedenkzeit dann doch zum Tragen kommen kann. Ja. Also vielleicht da ungefähr ausgeglichen. Mal schauen. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig und bin auch total glücklich, dass wir heute diesen Tag hier erleben dürfen und es noch nicht vorher entschieden wurde. Ja, auch wenn es in der 12. Runde, viele haben es beobachtet, hätte passieren können. Mhm. Magnus stand sehr gut, ihm hat die richtige Einstellung gefehlt, wie er selbst gesagt hat. Aber gut, jetzt wird es im Schnellschach erstmal versucht, eine Entscheidung herbeizuführen. Und es ist 16 Uhr. Das müsste sofort losgehen. Genau so ist es. Dementsprechend fangen wir, glaube ich, keine allzu langen Themen mehr an. Wir können noch mal kurz zur 12. Runde. Oder wolltest du gerade noch was aus dem Chat? Es kam jetzt ein Zug. Ach so. Erstens C3, aber... Ich vermute, das war jemand, der den ersten Zug ausgeführt hat und vielleicht zu früh abgesetzt hat oder vielleicht generell ein Übertragungsfehler vom DGT-Brett, dass da vielleicht nicht ganz präzise aufgesetzt wurde. Kann natürlich auch sein, dass Magnus sich einfach einen Spaß gemacht hat oder sonst wer. Oh, wir haben richtige Züge. Ja, die Live-Übertragung aus dem Konzept zu bringen. Ja, also es ging anscheinend mit erstens C4 los, also den Bauern noch ein Stückchen weiter nach vorne, ja. Dann E5, Springer, C3. Hier G3 zuerst statt Springer F3. Wir haben zwei Englischpartien schon gesehen in den klassischen Matches, da kam immer Springer F3. Und mit dieser Zugreihenfolge funktioniert der Aufbau mit D5 nicht für Fabiano, mit D5 und Läufer C5. Das heißt, er muss sich was anderes einfallen lassen, hier mit Läufer B4 und jetzt nach E4. Ja. E4, Springer, E2. Der Springer von E2 überdeckt nochmal den Springer auf C3, sodass man da gegebenenfalls dann auch mit dem Springer wieder schlagen kann und nicht zwangsläufig einen Doppelbauern erhält. Also eine Unterstützung dieserseits. Auch ist das recht harmonisch, wenn man den Läufer nach G2 stellt, diesen Aufbau zu wählen. Das ist auch nicht ganz unbekannt mit verschiedenen Farben haben wir sowas schon mal gesehen, denn wir haben ja sehr oft dreimal Rossolimo gesehen, einmal von Fabiano, mit vertauschten Farben und dann mit diesem Zug B5 an der Stelle. Gut, für Schwarz sollte das an dieser Stelle aber keine Option sein, es kommt C6, Läufer G2. Schwarz versucht vermutlich irgendwann D5 durchzudrücken, wenn er es schafft und ansonsten seine Figuren irgendwie harmonisch hinzustellen. Wie auch immer die Harmonie hier zu erschaffen ist. Ja, aber interessant, wie du das gerade angemerkt hast mit dem Rossolimo-Aufbau, weil tatsächlich scheint das ja ein Stellungstyp zu sein, den Magnus bewusst anstrebt, sowohl aus schwarzer Sicht als auch jetzt aus weißer Sicht. Ja. Und hier hat er natürlich ein Tempo mehr, was durchaus mal zum Tragen kommen kann. Aber so von den Ideen her wird es vermutlich auch ähnlich sein. Ja, und Magnus hat mit Schwarz nur C5 gespielt und mit Weiß auch zweimal. Jetzt erneut, also diese Stellungstypen, die scheinen ihm zu liegen. Ihm scheinen die zu gefallen. Ja, Also, weil Punkte daraus holen konnte er ja bisher nicht, aber zumindest. Aber seine einzige Gewinnstellung hatte er im Sizilianer, im Rossolimo Sizilianer. Das stimmt. Läufer G2 gespielt und Fabiano ist das erste Mal am Überlegen. Magnus ist noch voll in seiner Vorbereitung drin. Was können wir erwarten? Also ich wäre nicht so verwundert über einen Zug wie Springer A6 vielleicht, Entwicklung vorantreiben. Aber auch D6 ist ganz normal. Und dieser Bauer auf C6, der kann dann auch dafür sorgen, dass dieser Läufer nach C7 zurückfällt, wenn er das denn möchte. Wie schaut es denn mit D5 aus? Das ist ja vermutlich eine Idee, die man gerne durchsetzen
wollen würde, wenn es denn möglich ist, ohne Nachteile davon zu tragen. Ich vermute, mit diesem Aufbau mit Läufer G2, Springer E2, Springer C3 richtet man sich gezielt dagegen, sodass das vermutlich nie so richtig möglich sein wird. Und hier ist es zumindest auch mit einem Bauernverlust verknüpft. Ja, also eventuell könnte man andenken, ob das ein Bauernopfer ist. Denn entweder bekommt Weiß einen Doppelbauern. Der muss natürlich jetzt nicht so schlecht sein, insbesondere wenn man später noch D4 hinterher bekommt, könnte das in Ordnung sein. Aber Schwarz kann hier natürlich Druck ausüben, auch in dieser Stellung ganz schnell spielen. Läufer F5, D4 sollte man vorsichtig sein, weil der König noch in der Mitte ist. Dann den Läufer nach D3 reinstellen. Vermutlich hat Schwarz nicht ausreichende Kompensation, aber eine Idee ist es. Und wenn Weiß sagt, ich möchte den Bauern gewinnen, ohne einen Doppelbauern zu kassieren, hier muss man schon vorsichtig sein, ne? Wenn gleich ein Läufer reinkommt. Dann bleibt der König in der Mitte. D3, also der Bauer auf D2 ist auch gefesselt. Das heißt, D3 oder auch D4 ist erstmal nicht möglich. Und sowas wie Springer C6, Läufer G4 auch unangenehm. Der Bauer ist rückständig. Weiß hat einen mehr. Aber Schwarz hat Kompensation. Genau. Aber gut, man kann ja eben auch mit dem Bauern schlagen. Und das sah ja schon vorteilhaft für Weiß aus, sodass Schwarz sich zumindest nicht direkt das D5 erlauben kann, wäre jetzt so mein Fazit. Vielleicht kann man das mit D6, Läufer E6 vorbereiten und dann anschließend D5 zu spielen. Wobei das natürlich etwas langsam ist im Vergleich. Ja. Aber vielleicht nicht ausgeschlossen, oder? Nee, gar nicht. Also D6 wäre ein recht normaler Zug. C6 muss ja nicht nur sofortiges D5 vorbereiten, sondern ermöglicht, wie gesagt, ja auch, dass man diesen Läufer dann zurückbekommt und nicht verliert. Das ist vielen bestimmt auch ein Begriff aus der spanischen Partie. Ja. Genau, italienisch, dass der Läufer halt einfach immer noch genügend Rückzugsfelder hat. Falls er hier dann noch vom Springer besucht wird, dann kann er zurückfallen nach C7 und... ja, man muss sein Läuferpaar nicht aufgeben. Ja, wo wir gerade schon die Parallele zu Spanisch und Italienisch angebracht haben, können wir ja nochmal das Standardmanöver da zeigen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch hier in der Partie zum Tragen kommt, aber das wäre zumindest so ein typisches Motiv, was auch mit D6 beginnen kann, mit der Idee, dann den Springer rüber an den Königsflügel zu bringen. Wobei, wenn der Bauer auf G3 steht, werden wir das wahrscheinlich eher nicht sehen, denke ich. Weil die Idee dahinter ist, Turm E8 müsste man dann noch einmal einschieben, Springer F8 und nach G6 möchte man jetzt nicht gehen, weil die Bauernstruktur hier von Weiß schon optimal dagegen gerichtet ist, sodass der Springer dann von G6 aus keine Felder hätte, wo er sich hinbegeben könnte. Ah. Deswegen vermutlich eher nicht nach G6, vielleicht nach E6, aber erstmal sehen wir einen ganz anderen Plan. Ja, er hat fortgesetzt. Den wir aber auch schon mal angedacht hatten. Ja, wir erinnern uns alle dran an sechstens B4 von Fabiano. Noch ist die Schlagfrequenz relativ niedrig. Da kann man das, glaube ich, einmal noch kurz zeigen, wenn ich die Partie dann auf die Schnelle finde. Ja, das ist diese hier. Also ihr seht, der Aufbau ist relativ ähnlich. Über uns immer das aktuelle Brett. Auch da könnt ihr nochmal den Vergleich ziehen. Und hier hat Magnus mit Schwarz E5 gespielt, ganz ähnlicher Aufbau, und hier kam B4, also das Zentrum von der Seite zu attackieren. Das funktioniert in unserer aktuellen Stellung nicht so gut, weil man ja noch einen Zug weniger hat. Aber Fabian hat sich gesagt, ja, warum nicht? Ja. Ich mache A6 und nach der Rochade spiele ich B5. Okay, warum nicht? Ja, wir können ja mal gucken, was passiert, wenn Weiß diesen Bauern schlägt. Ich könnte mir tatsächlich beides vorstellen. A schlägt B und C schlägt B. Vermutlich eher A schlägt B5 und dann sowas wie Läufer B7 und späteres D5, um dann ja so eine Übermacht an Bauern nah am Zentrum zu haben. Wir haben aber direkt das D4 hier in der Stellung von Magnus. Der nimmt direkt den Kampf ums Zentrum auf. Stört sich nicht daran, dass der C4 angegriffen ist. Der E5 hängt ja ganz konkret auch. Das heißt, Schwarz kann es sich hier nicht erlauben, auf C4 zu schlagen. Dann kommt D schlägt E5. Der Springer hat gar keine vernünftigen Felder und Weiß hat einfach ganz viel Raum und Dominanz.
Das heißt, in der aktuellen Stellung muss sich Schwarz erstmal um seinen E5-Bauern kümmern. Das kann er machen, indem er D6 spielt. Hat Fabian auch eben gemacht, genau. Genau, also alles erstmal deckt. Das Rausnehmen wäre wahrscheinlich nicht so stark gewesen. Jetzt kann man vermutlich, mit der Dame kann man sowieso nehmen, aber auch mit dem Springer zu nehmen, scheint mir sehr interessant zu sein, weil Schwarz, wenn er sich jetzt auch noch darum bemüht, hier mehr Bauern zu holen, wir sehen, die Entwicklung ist hier sehr weit zurück, dann könnte Weiß wahrscheinlich schon ein enormes Druckspiel bekommen mit E5, der Springer muss irgendwie nach E8 zurück und hier ist Weiß so aktiv, dass ich nicht glaube, dass Schwarz das wirklich spielen sollte oder kann. Also D6, der natürliche Zug. Jetzt haben wir hier so eine schöne Wanne bei Schwarz mit den Bauern, aber Weiß auch sehr gut aufgestellt im Zentrum. Auch sehr raumergreifend. Wie wäre es denn jetzt, wenn man alles rausnimmt? Ist der Damentausch hier für Weiß oder für Schwarz besser oder hält es sich ungefähr die Waage? Also ich glaube, dass Weiß kein Interesse am Damentausch hat, denn jetzt ist Schwarz hier auf einmal sehr weit vorne und die weißen Figuren sind nicht so perfekt positioniert. Der Läufer auf G2 zum Beispiel, der schaut jetzt nur seinen eigenen Bauern an und das müsste er eventuell nicht tun, wenn man nicht auf E5 schlägt. Hier gibt es ja noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel irgendwann mal D5 zu spielen oder F4 zu spielen, versuchen den Punkt E5 auszuhebeln, also noch. Hat dieser Läufer Potenzial, möchte ich mal sagen. Und wenn man auf E5 nimmt, dann legt man die Struktur etwas ungünstig fest. Diese schwarze Bauernfront macht eigentlich auch einen sehr guten Eindruck. Mhm. Und Weiß hat auch auf D4 so ein Loch quasi, was Schwarz im Optimalfall dann auch mal mit Springer und Läufer besetzen kann. Wohingegen das schwarze Pendant dazu, nämlich das D5-Feld, ja gut durch den Bauern C6 kontrolliert ist. Sodass diese Aufstellung mit C4 und E4 nicht nur Vorteile bringt, sondern manchmal auch nachteilig sein kann. So, wir können jetzt nochmal, wir haben auch bei uns auf dem großen Brett noch leider keine Zeiten. Ich versuche das mal zu ändern, aber ohne Garantie, das passiert dann manchmal. So, jetzt ist kurz der Nebel in London ausgebrochen. Wir schauen, ob er sich gleich wieder lichtet und wir dann vielleicht auch die Zeiten dabei haben und das sieht doch gut aus. Sieht gut aus, ne? Ja. 22 Minuten für Magnus, 21 für Fabiano. Und was dürfen wir erwarten an Zügen? Also wir hatten, glaube ich, gesagt, D schlägt E5, ist nicht vernünftig. A3 zu jedem Zeitpunkt auf jeden Fall. Achso, und der Kamm. Befragung quasi, genau. Um Schwarz zu befragen, gehst du weg mit deinem Läufer? Behältst du dir das Läuferpaar oder nimmst du auf C3? Jetzt müssen wir natürlich schauen, was passiert denn, wenn Schwarz auf C3 nimmt und anschließend auf C4 einfach den Bauern mitnimmt. Kann er sich das erlauben? Bekommt man den vielleicht sogar direkt wieder? Oder ist es einfach nicht dramatisch, dass Weiß einen Bauern weniger hat? Und wir haben direkt die Stellung auf dem Brett. Das heißt, wir können hier direkt weitermachen. Also zur Not kann Weiß immer auf E5 nehmen. Und jetzt hat Schwarz nur diesen Doppelbauern mehr. Und der ist anfällig, glaube ich. Der ist anfällig. Ja, auch kaum zu decken. Wenn man gut mit dem Läufer von E6 kann man vielleicht noch den C4 halten. Mhm. Aber selbst wenn sich diese Bauernstruktur erstmal so beibehält, kann man ja kaum von einem relevanten Mehrbauern sprechen. Denn Schwarz wird mit dieser Bauernmehrheit nichts Aktives anstellen können. Und das kam auch der Abtausch auf E5. Das heißt, das ist die aktuelle Partiestellung. Schwarz hat natürlich schon die Hoffnung, dass er irgendwann Druck auf den Bauern B2 ausüben kann. Auf der B-Linie muss sich erstmal noch zu Ende entwickeln, aber ja, was ist jetzt zu erwarten? Ich glaube, sowas wie Dame E2 oder Dame C2, das läuft wahrscheinlich in Dame D3 rein. Muss auch nicht kommen, aber wenn man diesen Bauern direkt angreift. Oh, aber Magnus hat was anderes gespielt. Springer A4. Der strebt vielleicht nach C5, von wo aus er natürlich optimal den Läufer auf C8 dominieren würde. Und auch, du hast es schon eingezeichnet, nach B6. Das ist vielleicht eher so
eine konkretere Möglichkeit. Da steht da vielleicht nicht so optimal, nur wenn es mit Taktiken verbunden ist. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt noch einen Läufer auf E3 vorstellen, das muss man ja sowieso machen, um Springer B6 vorzubereiten, ja, wenn man ihn denn spielen möchte. Dann Springer B6 und schon ist der Turm auf A8 quasi weg. Weil wenn der, ich zeichne mal kurz, dann müsst ihr euch nicht alles merken, was ich gesagt habe. Also Läufer E3 würde dann Springer B6 vorbereiten und dann hätte Schwarz schon ein Problem mit seinem Turm auf A8, weil wenn der nach A7 geht, kann Weiß auf C8 direkt nehmen und dann ist durch den Läufer auf E3 der Turm auf A7 angegriffen und Weiß gewinnt Material. Das heißt, das wäre schon eine Drohung, die Schwarz natürlich ganz gut verhindern kann, zum Beispiel mit Springer D7. Könnte eine Möglichkeit sein. Ja, auch Läufer E6 wird das ja aus der Stellung nehmen. Weil dann der C4 gedeckt ist. Und ich denke, das ist auch der Zug, den wir erwarten können. Aber wie es im Chat schon geschrieben wurde, ich werde begeistert sein, weil... Es ist ein Läuferpaar. Ja, es ist super interessant. Fabiano hat hier sein Läuferpaar aufgegeben mit Läufer schlägt C3, hat dafür einen temporären Mehrbauern. Vielleicht kann er den sogar eine ganze Weile halten. Mich würde es nicht wundern, wenn dieser Bauer länger oder dieser Doppelbauer länger wirklich auf dem Brett ist, aber man sieht diese Felderschwächen. Ne? Schwarz ist sehr anfällig auf den schwarzen Feldern und der Läufer kriegt relativ schnell einen Zugang. Noch glaube ich, dass Schwarz in der Lage sein sollte, um diese Felderschwächen herumzuspielen. Ja. Aber langfristig gesehen ist das schon mal eine Stellung mit sehr, sehr viel Potenzial. Ich glaube, die Remisbreite ist kleiner geworden, ein wenig. Ja, einfach durch die Ungleichgewichte, ne, genau, in der Stellung. Läufer E6 gekommen. Ja, und jetzt würde ich sowas wie Springer C5 oder Läufer E3 erwarten. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob Schwarz ein großes Problem damit hat, auch noch den zweiten Läufer zu geben. Zum Beispiel Dame E7. Dann würde er aber wahrscheinlich nicht auch noch mehr Bauern nehmen, sonst hätten wir eine sehr kuriose Bauernstruktur. Das stimmt. Auch wenn das nicht so völlig abwegig wäre, mit dem Bauern zu nehmen, dann müsste man es halt noch schaffen, zu C5, Springer C6 und Springer D4 zu kommen. Und dann hat man eine durchaus berechtigte Hoffnung, die Stellung wirklich so zusammenzuhalten, dass die Läufer sich nicht entfalten können. Ach ja, also wenn Weiß gar nicht aufpasst, dann kann Schwarz ja auch in gewissen Szenarien durchaus einen Vorteil bekommen, wenn die Springer dann die Läufer dominieren und man die Bauernmehrheit behält und der Läufer vielleicht an den B2 gebunden ist und so. Also das ist jetzt hier nicht nur ein Spiel auf ein Tor, Weiß muss auch aufpassen, dass er den Schwarzen noch so dominiert, dass es sich nicht umkehrt. Ja. Ein Vorschlag aus dem Chat wäre hier, statt Springer C5 eventuell auch F4 zu spielen. Ich denke, der passt relativ gut rein und der harmoniert mit der Idee, langfristig Schwarz auch die Kontrolle über D4 zu entziehen, weil D4 könnte ein sehr schönes Feld für den schwarzen Springer werden, wenn er es dorthin schafft, mit Unterstützung von C5 irgendwann. Und man öffnet perspektivisch die Stellung auch nochmal ein bisschen. Einfach ist das trotzdem noch nicht und klar zu bewerten auch nicht. Super schwierige. Nee, also es ist noch Stellung. Eine Stellung im dynamischen Gleichgewicht, vielleicht etwas einfacher für Weiß zu spielen. Jetzt haben sich die Damen getauscht. Ah, okay. Gut, das musste vielleicht nicht sein, aber so der reine Grundsatz sagt ja auch, Läuferpaar häufig erst im Endspiel. Ja, und Damen spielen besser mit Springern. Man kann sich das schon schön reden. Ja, also ich glaube, es tut nicht weh, also beiden Seiten nicht, ne? Die Damen runterzunehmen. Mhm. Kann ja mal kurz Springer B6 uns jetzt angucken. Das glaube ich nicht so wild. Dann kommt Turm A7 und auf Läufer E3 zum Beispiel, dann zieht der Turm weg. Ja, da hat man Schwarz eher geholfen, weil er jetzt schon bereit steht, wenn der weiße Springer dann irgendwann doch mal ziehen muss, steht man schon bereit, die Türme dann zu verdoppeln und auch, wo möchte der Springer denn überhaupt perspektivisch hinziehen? Zurück dort? Nach A4, da möchte man ja eigentlich nicht hin. Und auf C4 schlagen wird auch nicht so schnell möglich sein, weil erstens ist er noch gedeckt und zweitens hängt dann auch immer der B2 nach dem Abtausch. Und wenn sich das tauscht, dann hat Schwarz einen gesunden Mehrbauern. Also das möchte man natürlich nicht. Ja, und hier ist der Springer G4 schon drin.
wegen erstmal Läufer E3. Jetzt wird das eine Drohung sein, Springer B6, weil der Turm danach im Abzug steht. Das hast du schon gesagt. Frage ist, ob man einen Abzug hat. Also, ja, zumindest auf... Mindestens Springer schlägt ja. C4, gefolgt von Springer schlägt E. Obwohl, also klar ist das auch nicht. Hängt auch. Ja, aber gut. Also wir gucken einfach mal. Irgendwas wird es schon geben, was unangenehm ist. Vielleicht da auch Springer D5. Ja. Sieht auch, also und dann auf F6 nehmen und so. Aber das also, sieht auch schon super aus, denn auf Läufer C4, der hängt zwar auch, aber jetzt hätte... Weiß ja sein, wie auch immer er nimmt, mit dem König, mit dem Turm, nicht mit dem Läufer, dann hängt der E4. Jetzt hat er das Läuferpaar und die bessere Bauernstruktur und kein Bauern mehr weniger. Also Springer BD7 war auch der zu erwartende Zug von Fabiano hier. Und jetzt ist gar nicht so klar, wie Weiß den direkten Weg voranschreitet. Vielleicht könnte man Türme auf der D-Linie verdoppeln und den Springer erstmal auf A4 stehen lassen. Da steht er zwar am Rand, aber er deckt zumindest auch den Bauern auf B2, der ja ein Angriffsziel für Schwarz sein könnte. Das heißt, wenn man jetzt Turm D1, Turm D6 als Idee hat. Welchen Turm? Die Entscheidung überlasse ich dir. Das ist immer so die Fangfrage, aber ich... Kam aber auf 3. Okay, erstmal den E4 decken. Ja, und die Idee ist, dass man diesen Läufer jetzt auf aktivere Diagonalen überführt über F1. Turm B8 ist gespielt von Fabiano. Und man nimmt auch Springer G4 aus der Stellung übrigens. Ja. Genau, und jetzt entweder Turm F2 könnte man machen, dann kann man auf dieses Scheinopfer, also dieses C3, das hat Schwarz immer in der Hinterhand, dann kann man hier bequeme Springer nehmen, ohne dass der B2 verloren geht. Und man möchte auch nicht unbedingt seine eigene Bauernstruktur kaputt machen mit BC3, auch wegen Sachen dann wie Läufer B3 oder Turm B3. Das geht sehr schnell dann gegen die Bauern von Weiß. Das heißt, jetzt wäre Turm F2 so das, was wir erwarten würden? Oder, ja, was oder Turm nach D1 oder C1. Dann aber würde ich den anderen Turm nach C1 stellen und dann den F-Turm nach D1, oder? Oder was? Wieso das, möchtest du deinen Turm auf A1 lassen? Das hängt davon ab, ob du Türme tauschen möchtest. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man Material draufhalten möchte. Aber was wäre die Idee, und ich wurde bestätigt, den F-Turm nach C1 zu stellen? Ja. Einfach, weil es schneller geht, den Läufer reinzuholen. Okay. Und jetzt kann ich immer noch mit Turm C3, Turm AC1 verdoppeln, aber ich habe immer die Möglichkeit, diesen direkt Läufer jetzt schon reinzuholen. Okay, verstehe. Aber wir haben den anderen Turm auf C1. Vielleicht kommt es hier auch nicht so auf einzelne Tempi drauf an, wobei Turm B3 natürlich schon erstmal eine Reaktion erfordert. Jetzt hängt der Läufer auf E3. Mhm. Und ja, die Frage ist, man könnte den vielleicht decken mit König F2, wobei der sieht irgendwie verdächtig ein bisschen aus. Ne? Ja. Jetzt könnte da gleich was funktionieren. Ja. Auch mit der Verdopplung gegen B2. Jetzt muss man jederzeit mit irgendwelchen komischen Opfern rechnen. Ne? Da fängt so das Taktiknäschen an zu kribbeln. Ja. Man hat das Gefühl, hier geht gleich was für Schwarz. Ja. Also gerade wegen der Drohung C3, weil jetzt wäre es ja noch besonders schlimm, wenn der Bauer nimmt, ist gleich der Bauer auf A3 weg. Und wenn der Turm nimmt, dann nimmt der Turm. Und wenn dann wieder der Bauer nimmt, steigt wieder der Turm ein, greift beides an. Und wenn der Springer nimmt, ist der B2 attackiert. Also hier, ich weiß nicht, ob das wirklich besser gemacht hätte, aber wenn ich diesen Turm genommen hätte, wo wäre dann der Unterschied? Dann da hängt zumindest der A3, aber ja. Dann muss man nicht mit dem Turm auf C3 nehmen. Aber der geht jetzt nach E1. Das ist vielleicht der Vorteil von Turm A nach C1, um dass man jetzt den anderen Turm zur Deckung zur Verfügung hat. Ja, Turm B8 sieht sicherlich logisch aus. C3 nämlich. Läufer D2. Aber also was mich jetzt gerade nur im Moment an der weißen Stellung stört, ist, dass Schwarz mit jedem Zug irgendwie sich weiterentwickelt und eine Drohung aufstellt und Weiß muss erstmal nur reagieren. Er reagiert und reagiert und reagiert. Und bis er selber mal was drohen kann. Na gut, nach einer kleinen Verschnaufpause wird er Läufer F1 spielen können. Türme. Ja, mäßig Frage postiert. Ist halt, ob er eine Verschnaufpause bekommt. Ja, also, da bin ich mir nicht so sicher. Schwarz kann das ja auch antizipieren und nochmal ein bisschen was an Deckung ranholen. Springer E8, Springer D6, diesen Bauern zu decken. Ist nicht ganz
unklar. Und von dann auch weiter nach... Nicht ganz unklar. Ist nicht ganz klar. Jetzt nach B5, D4 gehen. Also Schwarz hat Aktivität, möchte ich mal sagen, für... Ja, das Läuferpaar ist noch nicht in Szene, ist einfach so. Ja, und er hat immer noch einen Bauern mehr, das darf man auch nicht vergessen, den er eben dann gezielt auch mal zurückgeben kann. Also zumindest hat er immer diese Option mit C3 irgendwann mal im richtigen Moment. Gut, mit dem Läufer auf D2 wird das wahrscheinlich eher keine Option sein, aber noch steht er nicht da. Vielleicht hat Magnus hier ja auch eine andere Idee noch. Na gut, erstmal müsste Fabiano natürlich schon DB8 machen, um diese Drohung aufzustellen. Alternativ, wahrscheinlich auch denkbar, dass er diesen Springer gleich umgruppiert. Ansonsten C3 direkt, dann kommt Turm schlägt C3. Da hat man nichts gewonnen, weil jetzt nach Turm schlägt C3 der Springer schlagen kann. Und Weiß hat seine Bauernstruktur noch intakt, könnte jetzt auch genau andere Deckungswege wählen. Ja. Das ist es nicht. Also Turm DB8 sieht nach dem vernünftigsten Zug auch aus. Auch, wir dürfen ja nicht vergessen, der Läufer deckt diese beiden Felder. Dieser Läufer wird nach F1 kommen und deckt dann F3. Und das bedeutet, auf der D-Linie ist für die schwarzen Türme vermutlich nicht viel zu holen. Ja, das ist ja immer die Stärke vom Läuferpaar, dass man mit wenigen Figuren quasi, nämlich mit den beiden Läufern, eigentlich alle Einbruchsfelder komplett sichern kann, sodass sich sogar die weißen Türme sonst wohin begeben könnten. Wenn der Läufer auf E2 steht, dann kommt da kein Turm auf der D-Linie unangenehm rein. Ja. Okay, das heißt, Fabiano macht gerade etwas Druck. Könnte den Druck mit Turm B8 erhöhen, dann müsste Magnus wahrscheinlich irgendwie mit der Drohung C3 umgehen. Können ja auch mal Läufer F1 machen. Einfach mal, um das zu zeigen, wie es nach C3 weitergeht. Jetzt ist das Dilemma für Weiß, dass er eigentlich das ursprüngliche Ziel war es, diesen Bauern zu gewinnen und danach die bessere Bauernstruktur übrig zu behalten und vielleicht dann noch den C6 zu gewinnen. Aber dieses Rückopfer ist ein gängiges Motiv. Gut, wenn der Springer nimmt, dann nimmt der Turm. Mag immer noch spielbar sein, gerade weil man auch schnellen Druck gegen C6 hat, der A6 hängt. Ich glaube aber, wenn das Spiel komplett an einem Flügel stattfindet, dann ist Weiß nicht mehr realistisch im Vorteil. Nein, das glaube ich auch nicht. Da kommt auch das Läuferpaar dann nicht zur Geltung. Springer E. Springer E8 gespielt. Ja, das war ja auch ein Manöver, den Springer rüberzubringen. Zumal der auf F6 eben auch nicht besonders aktiv steht. Er guckt gegen E4, der aber ausreichend gedeckt ist. Das Feld G4 wurde ihm verwehrt und nach H5 möchte man nicht. Deswegen ist dieses Manöver nachvollziehbar und auf D6 deckt er jetzt auch den Bauern auf C4, der ja auch durch Läufer F1 angegriffen wurde. Und jetzt hätte man eigentlich gerne, noch einen Turm übrig. Der eine deckt, der andere greift hier an und jetzt hätte man noch gerne einen, der den D6 angreift. Vielleicht stellt man dann auch einen Turm ab. Ja, der C-Turm wurde jetzt nach D1 gezogen, um den D6 anzugreifen. Wenn der Springer zieht, dann, obwohl er kann relativ bequem wahrscheinlich ziehen, wenn er nach B7 geht, deckt er immer noch den Turm auf D8. Und hier ist keine wirklich tödliche Fesselung. Und jetzt droht wieder C3, wenn man das als Drohung bezeichnen kann. Doch, kann man ja schon. Ja. Obwohl A6 dann auch hängt, muss man immer ganz konkret schauen, aber zumindest liegt es jetzt wieder in der Luft. Ja, genau. Ja, wir können ja nochmal einen Blick auf die Zeiten werfen. Die scheinen noch recht ausgeglichen zu sein. Ja. Keine Garantie, dass die auch 1:1 gerade so stattfinden, aber so gefühlt auch von den Nachdenkzeiten scheint es doch noch recht im Gleichgewicht zu sein, aber natürlich, sie werden nicht mehr. Nee, das passiert nicht. Wir können uns ja auch nochmal Springer B5 angucken und das ist halt, jetzt der Turm auf D8 steht in der Fesselung drin. Man kann mit Springer C5 a Tempo auch den Druck erhöhen. Der Läufer
hat wenige Felder übrig nur. Also, wie Dr. Paradoxon im Chat vorgeschlagen hat, jetzt wäre wahrscheinlich F4 mit der Idee F5, den Läufer einzusperren, ein recht guter Ansatz. Läufer G4 ist denkbar. Wahrscheinlich Turm D2 und man droht zumindest noch. H3, der Läufer zieht zurück. Weg. G4 und dann F5. Ja. Na, oder direktes F5 und den vom Spiel aussperren in Kombination mit Springer C5. Also das wäre ein sehr, sehr taktisches Spiel. Ja. Und hier das wäre gut gelaufen für Weiß auf jeden Fall. Es kann immer noch so passieren. Also. Ja, genau. Ja. Aber Springer B5, damit startete die Variante, ja, oder? Ja, genau. Davon gehe ich eigentlich... Ja, gut, an sich hat er natürlich schon seine Berechtigung, aber ich glaube, die konkreten Nachteile, und Fabi kann ja sehr gut rechnen auch, genau, sprechen dann doch gegen den Zug. Ja, eben. Diesen Springer zu ziehen, wirkt mir sehr, sehr gefährlich. Also er hat ja auch erstmal keine vernünftigen Felder, das muss man noch gucken. Also einfach mit dem Zweck, den D6 zu decken. Nee, ich glaube, das ist ja, zum Beispiel schon Läufer B6, führt wahrscheinlich direkt zu einem Materialgewinn, greift den Turm an. Der Turm ist an den D6 gebunden. Genau, und wenn der nach das, D7 geht, dann kommt schon der nächste, also der Springer hinterher. Greift hier, ups, also greift diesen und diesen Turm an, Turm schlägt B6, Springer schlägt D7. Und jetzt am Ende, der Turm musste ja den D6 decken, hätte Magnus hier... ein Turm für eine Leichtfigur, das ist auf jeden Fall besser. Wir haben eine Frage im Chat, nämlich ob die Ergebnisse heute die Elo-Zahlen verändern. Zumindest nicht die Schnellschach-Elo. Genau, aber nicht die reguläre Zahl, die Magnus ja auch sehr wichtig ist. Ja. Das heißt, das kann man schon mal festhalten, seinen Vorsprung, minimalen Vorsprung, muss man ja schon sagen, in der Weltrangliste hat er aktuell noch beibehalten. Ja. Das heißt, er wird weiterhin die Nummer 1 auf der Elo-Liste bleiben, aber ob er auch den Weltmeistertitel behält. Oder ob es wieder eine Kluft geben wird zwischen Weltmeister und Weltranglisten-Ersten. Naja, die Kluft wäre 3 Elo-Punkte. Immerhin. Oh, groß. Das ist, glaube ich, überschaubar. Okay, ich glaube, wir sollten Springer B7 als absoluten Hauptzug ins Auge fassen. Der deckt den D8. Und ist auch der einzige Zug, der die Stellung im Gleichgewicht hält. Und auch jetzt könnte man wieder über F4 nachdenken. Also Weiß hat hier relativ viele Möglichkeiten zu spielen. Ist halt immer die Frage, wie man mit C3 umgeht oder ob man dann irgendwann sagt, na okay, man könnte auch mit Turm D2 C3 verhindern. Dann kann der Springer nehmen und dann ist nichts passiert. Im nächsten Zug, na gut, wenn man diesen Läufer gedeckt hat, irgendwann nochmal Turm König, E nach D1. Jetzt sieht König F2 schon harmonischer aus, jetzt wo der Springer nicht mehr auf F6 steht. Und ja, genau. Ist irgendwie, jetzt wirkt es nicht mehr so gefährlich wie vorhin. Das könnte man nochmal... Und Fabiano scheint seit etwas längerer Zeit über seinen Zug nachzudenken. Möchte er vielleicht irgendwas einschieben, irgendeinen Zwischenzug sonst noch spielen? Also dadurch, dass der Springer auf D6 angegriffen ist, ist die Wahl recht limitiert. Ja, er wird gerade wahrscheinlich sehr intensiv darüber nachdenken, ob er Springer B7 oder Springer B5 macht. Und ich kann mir aber vorstellen, dass er Springer B5 schon alleine wegen diesem potenziellen Springer C5, was in der Stellung ist, jetzt noch nicht ganz konkret, aber also vielleicht auch konkret, ne, gefolgt von Springer steht D6, das sollte ihn doch eigentlich schon davon abhalten, das zu spielen. Ich meine, man hat einen Angriff. Oh. Er hat ihn gespielt. Ui. Da haben wir anderes erwartet. Aber das bringt natürlich nochmal etwas Pfeffer in die Stellung. Ja. Objektiv muss man sagen, scheint das tatsächlich nicht so ein guter Zug zu sein. Aber gut, wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Schnellschachpartie. Da wird es immer mal wieder Züge geben, die objektiv nicht der allerbeste sind. Das ist auch nur natürlich und das heißt noch lange nicht, dass sich dann auch die Partie schon in eine Entscheidung bewegt. Springer C5, die Variante, die wir gerade hatten. Wird Fabiano auch berechnet haben. Turm schlägt B2 ist auf dem Brett.
Und jetzt, naja, wenn einem nichts Besseres einfällt, dann nimmt man auf E6 und dann nimmt man auf C4 mit dem Läufer. Aktuell hat Schwarz zwei Bauern mehr, aber Weiß hat hier natürlich mehrere Optionen. Also schon allein das Schlagen auf E6, danach hat man nur noch einen weniger. Der E6 hängt dann direkt, der Springer auf D7, ich stell's mal kurz hin, vielleicht haben wir das ja eh auch gleich auf dem Brett. Also das wäre zumindest so die Variante, die man vermutlich als erstes rechnet. Man bekommt einen Bauern wieder zurück. Schwarz hat eine sehr schwache Bauernstruktur hier. A6 ist auch nicht so stark und steht hier in der Fesselung drin. Kann den Springer nicht bewegen. Und Weiß hat auch immer mal Ideen mit Turm. Nach D6 kann man nicht, aber vielleicht nach... Also zumindest die Türme irgendwie zu verdoppeln. Und dann hätte Schwarz hier schon direkt Probleme auf der D-Linie. Und das wäre so das... Einfachste eigentlich für Weiß. Oh, und das kam auch. Der Abtausch auf E6 steht zumindest jetzt auf dem Brett. Das hat man statt Läufer C4 noch Optionen? Ich vermute nicht, weil sonst ja, auch direkt A4, C4 kommt. Aber ach so. Dann den wahrscheinlich könnte man Springer einschieben. C3 oder D4 kommen. Ja. Also das ist immer so eine Idee, hier sowieso den Springer wie eine Plombe reinzusetzen und zu sagen, okay, ich bin bereit, einen Bauern zu opfern. Aber dann muss Weiß sein Läuferpaar geben, wenn er da diesen Bauern zurückgewinnen möchte. Ja, und man kann ja später immer noch A4 spielen. Deswegen nachvollziehbar, dass hier direkt Läufer schlägt C4 kam. So, und was dürfen wir jetzt erwarten? Springer D4 trotzdem. Das würde aber natürlich noch mindestens einen Bauern zurückgeben. Kann natürlich sein, dass Schwarz seine Stellung so zusammenhalten kann. Und Weiß jetzt nimmt. Da ist aber jetzt klar, dass es nur noch Weiß sein kann, der besser steht in dieser Stellung. Also finde ich, wenn sich Weiß jetzt hier schon aussuchen kann, Läufer schlägt E6, Turm schlägt D4. Sieht beides sehr gut aus und auch beides so, als ob Weiß dann durchaus Vorteil hat. Ob es genug ist, ist natürlich immer noch die andere Frage. Vielleicht Turm D4 sogar stärker als das Schlagen auf E6. Weil Schwarz muss sich jetzt darum kümmern, dass er nicht im nächsten Material durch die Fesselung D7 verliert. Und wenn er jetzt hier ranläuft, bis nach E7, dann kann man doch auch den A6 nehmen. Oder vielleicht auch mit Turm D6, E6. Und wenn sowas wie Turm B7 kommt, ich weiß nicht, wie man das hier vernünftig verteidigt. Vielleicht. So, gibt es hier noch Motive mit Dauerschach? Dauerschach. Das ist ja wirklich sehr schön. Also, dass wir das schon mal gesehen haben. Vielleicht kommt das nochmal. Und jetzt kam Springer D4. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann zum Tragen. Okay, dieses Motiv, den Turm zu opfern. Also, es wurde auf jeden Fall schon rausgenommen. Ich meine, Läufer schlägt E6 kann man hier auch spielen. Also, Schwarz steht schon ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand. So, wie hatten wir das jetzt gerade mit Turm schlägt D4, König F7. Ja. Und dann also direkt Turm funktioniert D1, ja nicht, weil das mit Schach ist. Also muss das heißt König F7 und jetzt droht ja schon Springer E5. Das ist ja durchaus eine Drohung, denn Weiß möchte hier kein Remis. Aber das kann man vielleicht auch irgendwie rausnehmen. Keine Ahnung, mit König H1 oder so. Der sieht jetzt ein bisschen sehr verrückt aus, aber danach ist das ja nicht mehr mit Tempo quasi. Vielleicht muss man sowas machen, ja. Das sieht total unmenschlich aus, weil man ja im Endspiel den König nicht freiwillig weiter in die Ecke zieht. Sowas wie F4 sieht eigentlich auch recht logisch aus, aber das nimmt es ja überhaupt nicht raus. Nee, das ist das Problem. Kommt trotzdem, nur wenn man da keinen Bauern schlägt, geht es ja trotzdem. Nee, da sonst wäre ja auch kein Bauer da gewesen. Aber. Wir können noch mal kurz Läufer schlägt E6 würdigen, bevor es dann gleich wahrscheinlich weiter in der Partie geht. König F8, Turm schlägt D4, König E7. Und jetzt kann man überlegen, ob man das Endspiel nimmt. Hier kann er vielleicht sogar noch Turm B7 machen. Mehr abtauschen, weiß ich nicht. Fesselung ausnutzen, C5, A-Tempo spielen, machen wir es mal ein bisschen korrekter, wenn man alles runternehmen sollte. Dann ist das die konkretere Zugfolge. Puh. Wie ist das zu bewerten? Weiß hat einen Bauern mehr. Wird aber nicht einen mehr behalten, weil entweder man müsste ja irgendwie versuchen mit Turm F1, Turm F2 oder so seinen König zu befreien. Aber dann kann Schwarz ja schon direkt
den A-Bauern abholen. Und dann ist die Frage, wer schneller ist. Also ich glaube hier, also gefühlt hat Schwarz hier gute Remis-Chancen, aber ja, ich denke auch. Das ist immer schwierig zu berechnen. Das ist eher so ein Gefühl. Ja, ja, gerade die schwarze Aktivität zusammen mit den Bauern macht es wahrscheinlich möglich, dass man hier irgendwie mit einer guten Verteidigung Remis hält. Ja, und das ist genau das, worüber Magnus hier wahrscheinlich intensiv nachdenkt. Aber also viel schöner für Weiß ist es natürlich hier, Druck zu machen, zu verhindern, dass Schwarz sich bewegt und befreit, dann den A6 zu nehmen, den Läufer wieder zurückzustellen und dann den A-Bauern durchzuschieben. Das wäre das Traumszenario von Weiß. Und vielleicht ist er nicht so weit davon entfernt, wenn er hier wirklich diesen merkwürdigen Zug König H1 macht, der einfach das rausnimmt. Ja. Denn es funktioniert halt nicht. Ne? Nach dem Schlagen, Springer schlägt F3, droht zwar das Matt auf H2, aber es geht halt noch Turm E2. Was aber auch wichtig ist, dass der noch geht. Ne? Ja, sonst wäre es sogar matt. Ja. Also. Und zeitlich sind beide Spieler relativ nah beieinander. Ist noch keiner in starker Zeit. Und jetzt nach knapp 23 Zügen, also immer noch alles drin. Aber Magnus, die bessere Stellung? Mhm. Der ob's jetzt genug hier ist? Die Qual der Wahl hat zwischen zwei Zügen, die weiterhin Vorteil versprechen. Mhm. Aber man muss hier natürlich abwägen, was gibt eher die Chancen auf einen Sieg. Und ja, entweder Läufer E6 oder Turm D4. Was anderes glaube ich nicht, ne? Sonst wird der D4 gedeckt und... Ja, ja. Vermutlich hast du recht. Eventuell kann man noch drüber nachdenken, wie sowas wie F4 zu spielen, aber dann kommt C5 oder so. Nee, man hat ja auch nichts dabei gewonnen. Also. Nee. Also einer der beiden Bauern muss jetzt dran glauben, den A6 zu nehmen. Das ist auch viel zu weit weg vom Geschehen. Jetzt hat Schwarz hier seine starken Bauern auf einmal. Also vorher waren die alle schwach. Jetzt mit Springer E5 zum Beispiel, gefolgt von C5, C4, hat Schwarz sogar Angriff gegen den weißen König und wirklich starke Bauern, die nach vorne marschieren. Das sollte er verhindern, indem er hier sich bedient. Mhm. In welcher Reihenfolge? Naja, na, dies Läufer E6, König F8, Turm D4, König E7 zwingt Weiß sehr forciert, was rauszunehmen. Ich glaube, so Züge wie Läufer, also Läuferrückzüge, muss man ja eh aufpassen, die laufen immer in Springer E5 rein. Also wenn, dann muss der Läufer noch den Punkt F3 decken, aber es geht ja auch nur vernünftig von G4 und das sieht völlig verquer aus. Also hier jetzt Springer E5, da muss man wahrscheinlich wieder tauschen, nimmt der König. Der Läufer ist so ganz komisch an den F3 gebunden. Schwarz kann jederzeit nehmen und dann hat Weiß zwar immer noch einen Bauer mehr, aber... Ja, das ist verspricht keinen Gewinn. Nee. Ich vermute, dass Magnus vielleicht schon inzwischen gezogen hat und wir das nur bei uns noch nicht haben. Da bitten wir euch dann einfach in solchen Momenten um etwas Geduld. Wir werden die Züge dann auch bekommen. Und dann auch gemeinsam mit euch anschauen. Kann sein, dass es manchmal zu kleinen Verzögerungen kommt, aber ja. Wir versuchen dann immer so nah es geht an der Partie zu bleiben. Ja. Entscheidet ja auch jetzt, in welches Endspiel er kommt. Gerade dieses mit Turm D4. Jetzt Springer E5 gekonnt zu verhindern. Also König H1 ist jetzt echt nicht der natürlichste. Du hast es schon gesagt, es ist der stärkste Zug, aber den König an Rand zu schaufeln im Endspiel ist sehr kontraintuitiv. Das macht man eigentlich nicht. Es gibt nur sehr seltene Situationen, wo das irgendwie vernünftig ist. Man kann natürlich überlegen, ob man auch dem H2-Bauern opfert, indem man König F1 spielt beispielsweise. König F1? Ja. Sofort? Ja, ich weiß nicht. Dann kommt wahrscheinlich Turm schlägt H2 und man hat nichts gewonnen. Ich dachte vielleicht... ist der Bauer nicht so wichtig, aber was viel wichtiger ist, ist, dass dann eben direkt sich ein Turmpaar tauschen kann, beziehungsweise droht zu tauschen, sodass Weiß das vermutlich nicht zulassen möchte. Ganz klar ist das auch nicht, weil Weiß noch Drohung mit Turm D6 hat, aber ja. So, also
wir können ganz sicher davon ausgehen, dass Magnus hier nicht von 6 Minuten die Zeit hat runterlaufen lassen, sondern es wird etwas passiert sein, was bei uns noch nicht da ist. Deswegen müssen wir da noch mal kurz warten und dann werden wir sicherlich gleich die Züge haben. Aber er hat definitiv nicht hier auf Zeit verloren. Ja. Einige munkeln, ob Magnus eingeschlafen sei. Das scheint einem immer so bei seiner Haltung am Brett. Die ist doch sehr entspannt, aber... Nein, ich glaube, in diesen Partien ist er nicht entspannt. Das hat er auch schon in meiner Pressekonferenz gesagt, dass er von Anfang an schon aufgeregt ist oder... weiß nicht mehr das genaue Wort, aber auf jeden Fall nicht total relaxed. Und das wäre auch verkehrt, glaube ich, wenn man das bei einer Weltmeisterschaft wäre, wo es um so viel, nicht nur Geld, sondern natürlich auch Ehre geht. Ja, ich meine, der finanzielle Unterschied zwischen Sieger und Verlierer beträgt 100.000 Euro. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so viel. Also jetzt im Vergleich ist zu viel dem Geld, aber im Vergleich zu dem, was die beiden Spieler und ich glaube, dass man findet auch selten Spitzensportler, die vom Geld getrieben sind, die den Sport betreiben, weil sie es des Geldes wegen machen, sonst kommt man selten ganz oben an, wenn man das nicht für den Sport an sich tut. Genau, also Turm D4 haben wir schon festgehalten, hier nach König F7 hat Magnus das Problem, mit Springer E5 umgehen zu müssen und völlig berechtigt wird er auch hier sich absolut Kopfzerbrechen wird er betreiben, um diese Stellung richtig einzuschätzen, denn es gibt kaum etwas Schwierigeres als Turmendspiele komplett richtig einzuschätzen. Ja. Da kommt es viel dann so auf Wissen drauf an, also welche Stellung man einfach kennt und dann natürlich Intuition. Also. Ja. Magnus ist sehr, sehr gut, was Turmendspiele angeht und hat beim Grenke Chess tatsächlich ein gewonnenes Turmendspiel in der Turnierpartie gegen Fabiano ins Remis vergeben. Mhm. Aber es war auch kompliziert. Ja. Ja, einmal noch der Hinweis für alle, die noch keine Premium-Mitglieder sind. Heute gibt es das letzte Mal OSK, Läufer E6, Turm D4, die 40% auf Premium-Mitgliedschaften. Mehr dazu könnt ihr hier einfach beim Durchlaufen sehen. Ja, wir machen genau. Einfach weiter. Wenn wir mal wieder auf Züge warten, könnt ihr euch das den durchlaufenden Rabatt anschauen. Geht Springer E5 jetzt auch? Turm D8, König E7. Und jetzt muss man ja hier was verhindern. Ja, obwohl muss man. Okay, es kam. Also König E7 ist auf jeden Fall gespielt worden. Okay. Na gut. Und haben das Turmendspiel. Ja. Wo ich intuitiv gesagt hatte, dass das haltbar sein sollte für Schwarz. Aber vermutlich ist Magnus und auch Fabis Intuition etwas besser als meine. Mal gucken, ob sie da noch was rausholen können. Also vor allen Dingen Weiß. Weil Schwarz wird hier nicht auf Gewinn spielen. Naja, wenn der C-Bauer läuft, dann kann man da vielleicht irgendwie... was rausholen. Also ganz offensichtlich ist natürlich, Weiß hat einen Bauern mehr und kann auch mit irgendwie Zügen wie Turm E3 die dritte Reihe abdecken und behält ihn auch. Ja, aber dann muss man wirklich aufpassen, wenn Weiß jetzt nicht aktiv spielt, sondern nur darauf bedacht ist, seinen Mehrbauern zu halten, dann kommt der schwarze König ganz schnell in die weiße Stellung und der Bauer läuft vor allen Dingen auch. Und dann ist es gar nicht relevant, wer den Mehrbauern hat, sondern wessen Bauern weiter vorne sind. Ich vermute, wenn, dann müsste Weiß das irgendwie kombinieren, indem er auch mit seinem E-Bauern losläuft und so zumindest den schwarzen König daran hindert, komplett auf die andere Seite des Brettes zu wandern. Ja. Ja, ich denke auch. Ja, die Frage, lohnt es sich zu versuchen, den König ranzubringen? Vermutlich nicht. Ja, wie weil man nur? Dann, genau, dann müsste man entweder... König F1, Turm E2 und den H2 geben. Oder auch den A3, je nachdem, welchen Schwarz haben möchte. Aha, Turm D1. Interessant. Ja, solche Feinheiten. Solche Absperrmanöver manchmal. Der König muss sich entscheiden. Ja, bleibt er am C-Bauern? Oder bleibt er an seinem Königsflügel, der ja auch ganz schnell mal weg sein kann, wenn der weiße Turm da irgendwie reinkommt?
Das ist jetzt die Frage. Wo würdest du intuitiv hingehen oder glaubst du, es ist... Also ich würde eigentlich eher nach E7 gehen, auch wenn, ist das schon schlecht? Ich weiß nicht, ich würde intuitiv eher in die andere Richtung gehen, tatsächlich. Hättest du gar keine Angst hier vor... das hat nichts mit Angst zu tun, ich denke mir immer... Fehlender Respekt nein. vom E-Bau. Nein, ich glaube halt, dass Aktivität... Also ich spiele, wenn ich was weniger habe oder verteidigen muss, versuche ich eher immer aktiv zu spielen. Das mündet manchmal dann in einem Selbstmord. Aber das ist so meine natürliche Abwehrreaktion, dass ich immer versuche, Gegenspiel zu erzeugen. Und das wäre hier für mich eher mit C5 dann möglich. Aber Fabi denkt da ähnlich wie du. Ah, geht nach E6. Geht nach E6, verhindert erstmal E5 und bleibt auch auf der Seite seiner Königsbauern. F4 sieht jetzt nach einem logischen Zug aus. Und wenn jetzt Schwarz auf Bauernjagd geht, so mit Turm B3, dann E5 und auf Turm schlägt A3, würde dann Turm D6 kommen. Der König geht irgendwo hin. Ich bin mir auch hier nicht sicher, ob er zurück oder nach vorne sollte. F4 ist gespielt worden. Und jetzt Turm schlägt C6. Also ganz eindeutig spielt Weiß hier auf Sieg. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er hier sehr gute Siegchancen hat. Doch wenn er es so abgetauscht bekommt, diesen Bauern hält er von hinten auf. Jetzt sollte er auch langsam mit dem König rankommen. Aber wie? Turm A2? Achso, du sperrst direkt wieder ab. Ja, genau. Sonst kann ich ja über H3 beispielsweise dann aktiv werden. Ja, aber Bauer vor. Was? Ohne Königsunterstützung? Geht denn nicht direkt Turm E2 oder so? Ist alles nicht schlimm, ja? Sagst dann hätte du. Ich ja immer noch Turm E6 und dann bringe ich den G-Bauern vor. Das wirkt für mich auf mich so unnatürlich, mit den Bauern nach vorne zu laufen, wenn der König noch unten steht. Und die ja quasi gar nicht unterstützt werden können. Aber zwei Verbundene sind zwei Verbundene. Die zusammen mit einem Turm können schon reichen, um zu gewinnen. Und jedes Mal, wenn der Turm sich hier beschäftigt, zum Beispiel irgendwie Turm E2, dann kann ich auch nach Turm E6. Ich kann natürlich auch Turm C7 und dann irgendwann E6 machen, ne? Ja, also festhalten kann man auf jeden Fall, dass man da gar kein Risiko hat in so einer Stellung, gerade wenn der C-Bauer noch weg ist. Weil man immer dann die Bauern am Königsflügel gegen den A6 tauschen könnte. Jetzt nicht alle natürlich. Wenn Schwarz dann plötzlich zwei mehr hat, wäre es natürlich verkehrt, aber... Vielleicht dann auch nochmal hier... also ich denke, irgendwas mit Aktives den Bauern mit... Also behutsam nach vorne schieben. Mhm. Gegenspiel, was du gesagt hast. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste für Schwarz und wie er auch die größten Chancen hat, hier nicht zu verlieren, indem er halt... ordentlich drauf. Mhm. Gerade kam noch die Frage nach dem Bauern ein Spiel. Also gerade in dieser Konstellation, wo Weiß auch noch den A-Bauern hat, ist ein Bauern ein Spiel immer für Weiß gewonnen, es sei denn irgendwie... Es sei denn, der H-Bauer geht verloren. Das hatten wir gerade einmal konstruiert, gedanklich mit König F1, geopfert dafür einen Turmtausch. Dann hat Schwarz auf einmal die Möglichkeit, sich eventuell hier die Freibauern an der Seite zu bilden. Dann könnte Schwarz auch nochmal gewinnen. Obwohl das hier gerade nicht so einfach ist, sich einen Freibauern zu bilden. Aber gut, könnte auch klappen mit H6, G5, G4 danach und dann H5, H4. Gut, aber wir sind noch nicht im Bauern-Endspiel. Und ich weiß noch nicht, ob wir da hinkommen werden. Mhm. Vielleicht nochmal als Verbesserungsvorschlag zu der Turm-A2-Variante gerade. So rückblickend betrachtet, vielleicht ist König F5 doch stärker, weil man hier immer noch mit Schach auf die siebte Reihe kommt. Und Schwarz könnte auch versuchen, hier mit so einem Manöver mit dem König reinzukommen, einen Druck auf den weißen König auszuüben und so noch irgendwie ein Remis rauszuholen. Mattangriff wird es nicht werden, aber ja, zumindest ein bisschen was. Mhm. Ja, an alle Zuschauer nochmal die Frage, manchmal kann man es schon so ein bisschen rauslesen, für wen ihr seid. Was ist denn euer Favorit? Wem wünscht ihr den Sieg? Hat sich das vielleicht auch im Laufe des Turniers geändert? Wart ihr am Anfang für jemand anders? Das würde uns doch sehr interessieren, für wen ihr hier so mitfiebert. Mhm. Und das stimmt, wir haben bisher noch nicht unseren Carsten Müller Joker eingelöst. Ja. Der ja auch gar nichts davon weiß, ja, dass wir ihn haben. Ja. Aber das hätte ich ihm mal sagen sollen, dass wir ihn da irgendwann mal anrufen. aber das,
hat natürlich auch nur bedingte Praxisrelevanz, wenn man dieses Endspiel in einer Turnierpartie Remis halten würde. Mit Turnierpartie meinst du mal Langzeit, ne? Ja, ich finde das verwirrend, weil das wäre ja immer noch ein Turnier, ne? Ja. Keine Spaßveranstaltung. Ja, aber ich meine, in einer klassischen Partie mit ordentlich Bedenkzeit, da würde man das wahrscheinlich schon eher machen. Und Fabiano spielt C5. Ja, und das ist wahrscheinlich auch das Credo, dem er folgen sollte, Aktivität. Denn je aktiver er wird, desto schwieriger kann ja, Weiß sich darum kümmern, seine Bauern nach vorne zu schieben, hier Bauern zu gewinnen. Und Magnus spielt ziemlich schnell Turm D5. Gut, ziemlich schnell ist jetzt auch nicht mehr so verwunderlich, weil inzwischen sind die Zeiten natürlich reduziert. Ein bisschen muss man hier am Tempo drehen. Turm D5 greift den C5 an. Wenn der nach vorne geht, könnte man dahinter gehen, aber das Kampfturm C2 lässt gar nicht erst zu, dass der weiße Turm sich direkt hinter den Bauern stellen kann. Mhm. Und kann anschließend natürlich immer noch mit C4 dann fortsetzen. Man fragt jetzt natürlich auch, wie es weitergehen soll. Der eigene Bauer muss den Turm decken. F5 sieht mir etwas falsch aus. Ich kann es nicht genau beziffern, warum, aber wenn jetzt ist der es König halt schwierig, hier reinkommt, E5 zu spielen. Ich meine, selbst wenn man ihn hier immer weiter reinlässt. Das ist jetzt schon sehr riskant. Ja. Auch jetzt der C-Bauer, der jetzt noch durch den König auch unterstützt wird. Da könnte Weiß jetzt alle Bauern am Königsflügel abholen, aber der C-Bauer wird wahrscheinlich am Ende dann entscheidend sein. Ja. Nee, das gefällt mir nicht so gut mit F5 für Weiß. Grundsätzlich soll der bessere gewinnen, sagen manche ja. Ob es wirklich im Moment einen besseren gibt. Im klassischen Schach scheinen beide gerade sehr zu ausgeglichen nahe zu sein. Ja. Als dass da sich da zumindest in 12 Matches, in 12 Partien hat sich kein Sieger ermitteln lassen. Und ja, was heute passiert? H4 von Magnus, okay. Vor. Ja, geht zumindest erstmal aus dem Angriff raus, des Turms von C2. Vielleicht ist es dann ja sogar mal eine Idee, König F1, König E2 zu spielen, mit der Idee dann Turm D2 oder so. Was passiert denn jetzt nach Turm C3? Dann hängen zwei Bauern, aber vermutlich hilft das Weiß, genau, weil man den einen decken kann. Und wenn Schwarz A3 nimmt, kriegt man den C5. Da hätte man auf jeden Fall was gekonnt. Ja, dann hätten wir jetzt wieder sogar eine verbesserte Stellung für Weiß zu dem, was wir schon einmal hatten in der Analyse. Denn hier ist der König mit von der Partie und der Turm kann es nicht mehr schaffen, auf der zweiten Reihe den König abzuschneiden. Zur Not kommt der König irgendwann über H3. Das sollte sehr gut zu gewinnen sein für Weiß, ja. Welche C4 könnte doch... Achso, dann kommt Turm A5? Oder ist das gar nicht schlimm? Ja, C4 kam. Ich bin mir nicht so sicher, ob man sich das zeitlich leisten kann, so zu spielen. Es kam auch F5. Ah, vielleicht war eine Idee von H4 auch G4 vorzubereiten. Mit aber kommt E5 man da weiter, wenn dann? Schwarz einfach sich mit H6 hinstellt? Achso, nach H6 kann ich E5 machen. Ah. Also achso, ja, weil man den Bauern F5 gibt. Ja, genau. Also König F6. G4. Turm E2 könnte ein Problem sein. Jetzt geht E5 nicht mehr und nach G5? Was planst du da? Jetzt müsste ich ja konsequent eigentlich den Bauern vorschieben, aber so langsam verliere ich dann ja. Also, das geht ja gar nicht mehr. Wenn ich jetzt E5 mache, dann kommt C3. Jetzt noch mehr Zeit lassen. Dann kommt schon C2 und gefolgt dann von Turm E1. Das heißt, man muss irgendwann mal König F1 oder so einschieben. Wobei, dann kommt der Turm nach H2. Okay, also wenn Weiß ganz unvorsichtig spielt, dann kann das hier auch noch kippen. Es kam Turm C5, das ist zumindest erstmal ein Zug so Richtung Sicherheit. Und H5 sehr schnell gespielt von Fabiano, der wahrscheinlich etwas Sorge vor G4 gefolgt von E5 oder G5 hatte. Verständlich, die Bauern möchte man nicht rollen lassen. Und jetzt, naja, vielleicht A4, A5 wäre eine Idee für Weiß, dass man diesen Bauern auf dem Feld bekommt, wo der Turm ihn deckt.
und er die schwarzen, die gegnerischen Bauern möglichst weit hinten festlegt, damit er vielleicht irgendwann mal das Manöver hat, hier zu nehmen, zurückzugehen. Dann hat er auch einen gefährlicheren Freibauern. Aber ob das hier noch klappt, naja, ich weiß ja nicht, C3, A5 und jetzt abwarte ich. Ah, König F1. Ah, König F1 gespielt von Magnus, ne? Mhm. Und beide haben jetzt nur noch relativ wenig Zeit, also wird es zügig weitergehen. Mhm. Mit was? G6 funktioniert meist nicht, denke ich, wegen Turm. Obwohl. C6 und dann nehmen. Dann ja, rechnest du einen Matt. Ja, genau. Nee, ich glaube, das ist nichts für Schwarz, so zu spielen. Nee. Der ist zu schnell durch. Ja, auch weil König F3 immer noch einen Schach bekommen könnte und dann fehlt die Opposition zum Matt setzen. Aber C3 wäre eigentlich der Zug, den man so im Zweifel machen würde. So, ich frage, wie man weitermacht, wenn der König noch weiter rangeht. Jetzt müsste man mit Schwarz irgendeinen Abwartezug machen. Aber welchen? Turm C3. Wäre auch gar nicht so klar, weil Schwarz könnte natürlich hier auf König D1 immer Turm D2, Turm D3 machen, greift hier an, deckt noch im Moment, das sollte noch funktionieren. Aber vielleicht ist Turm C3 die bequemere Alternative. Magnus bringt mit König G2 seinen König ran. Wieso nicht König F2? Hat das einen konkreten Grund? Sieht hier irgendwie besser aus, weil er Turm E3 verhindert. Aber wer weiß, ob das effektiv den vielleicht Unterschied macht. Vielleicht, weil man so sich dann nach H3 verkriechen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal relevant ist, um auch Dauerschachs. Aber man könnte ja auch nach F4, also Dauerschach ist eigentlich meist nicht drin. Ne? Nee. So, Turm schlägt A3, jetzt dürfen wir Turm C4 erwarten. Genau, König E5 kam auch schon. Ja. Und jetzt ist der Turm an den E4 gebunden. Ja. Aber jetzt, vielleicht hat Magnus die Idee, Turm C7 zu spielen. Und nach sowas, dann Turm schlägt G7. Oder erst noch ein Schach. Ach so, und dann kann man nach König schlägt F5 immer mit Turm G5 dann den nächsten Bauern abholen. Ja, so kam es auch. Genau, und der König auf F2 würde mit Schach nach unten vertrieben werden. Auf G2 kann er nach vorne. Da hat er ja mit Weitblick gespielt. ja. König schlägt E4. Das erklärt das Ganze. Und jetzt? Jetzt dürfen wir Turm schlägt... Oh. Ja, ist vielleicht schlau, den König zu zwingen, hier zu nehmen, weil dann Turm schlägt G7, Turm G5. Ach, und man kann G5 das nicht mehr verhindern. Wenn man das Schach nicht eingestreut hätte, dann wäre vermutlich Turm A5 gekommen, vielleicht noch ein Schach dazwischen und dann Turm schlägt F5. Okay, also schon wieder so ein Zwischenschach, was man auch in der Berechnung aus schwarzer Sicht sehr leicht mal übersehen kann. Also das... Es ist unglaublich schwer, dann auch immer diese Zwischenzüge zu berechnen, weil man sonst immer so die konkreten Schlagzüge und so zuerst prüft. Ja, der war giftig und der könnte tatsächlich das könnte eine jetzt Entscheidung verloren sein für Schwarz, ja. Bringen. Das wäre es doch, wenn Magnus nach diesem Remis in der 12. Runde alle haben gesagt, oh, was machst du denn, wenn er jetzt wirklich gleich mit einem Auftaktsieg startet und es steht mittlerweile König F5, Turm schlägt G7. Es gibt wenig Hoffnung, diesen Bauern zu halten. Mhm. Frage ist, wie das in der praktischen Partie mit dem A-Bauern noch ist. Kam König F6, Turm G5. Gut, der Bauer kann gehen, aber der Turm kommt dahinter. A5 passiert da auch. Turm schlägt H5 wird ebenso kommen. Aber gibt es nicht auch Remisstellungen mit zwei verbundenen Bauern, wenn die am Rand sind? Ja, aber selten, glaube ich. Bei verbundenen Bauern, die in der Mitte des Brettes sind, ist gar keine Chance, weil der weiße König dann natürlich auch drumherum gehen kann. Aber auch das jetzt nach A4, Turm A5, das jetzt Partiestellung. Man bringt den König mit weiter vor, den Bauern vor, kann immer Schach geben. Man muss halt nur aufpassen, dass dieser Bauer nicht durchläuft, aber das ist relativ einfach zu machen. Turm A1 kam jetzt. Gut, man muss halt den König dann vor die Bauern stellen, damit eben kein Schach von der Seite geht. Also
wahrscheinlich irgendwie König H3 oder König F3, dann den nach G4 bringen, A2 und jetzt so nach vorne laufen. Ach so, warte, man muss aber extrem vorsichtig jetzt laufen. Nee, das ist, glaube ich, nicht genug. Das Ach, weil man es jetzt nie schafft. Genau, ja. Weil wenn man dann H4, H5 stehen hat, was macht man als nächstes? Man kann nicht König G5 spielen, dann kommt Turm G1 und man bekommt den G3. Ja. Das ja. funktioniert nicht, das ist Remis. Und wenn man den H-Bauern noch weiter, dann wird der abgeholt. Das heißt, ein bisschen aufpassen muss man schon. Ja. Wie man hier ganz konkret läuft. Ach so, einfach den Bauern schicken. Ah, und mit dem König bleibt man auf G2? Mhm. Das ist ja auch so die typische Verteidigungsidee gegen so einen vorgezogenen Bauern. Aber wie ist das? Habe ich nicht irgendwann im richtigen Moment mal die Möglichkeit, Turm B1 dann zu spielen und dann mit dem Turm auf die vierte Reihe? Also, oder auf die fünfte dann, wenn die Bauern noch weiter vorne sind? Kommt noch A2 oder nicht? Es kam aber König F3 von Magnus. Er hat das so gespielt. Jetzt ändert es natürlich immer noch nichts. Wenn er jetzt, hat Turm A6 gespielt, glaube ich. Wenn er jetzt nach König G7, wenn er G4 macht und auf A2 wieder zurückgeht. Gut, kann man immer noch, ja. Aber das ist eigentlich nicht das, was man so ganz intuitiv machen würde. Nee, aber vor allen Dingen, wie geht's jetzt weiter, frage ich mich auch. Weil sobald die Bauern auf der fünften Reihe stehen. Ach so, man kann dann immer mit Schach. Nee, Moment. Ja, aber es kommt doch so. So, okay, ich warte erstmal ab. Ja, dann ist aber ja gleich. Schon, ich dachte jetzt Turm B1. Ach so. Und dann gehst du nach ja, B5. Ja, und dann kriege ich einen Bauern. Und immer wenn ich einen Bauern kriege, ist es Remis. Ah, du kriegst aber keinen Bauern, wenn der König hier steht. Weil jetzt, das ist der Gewinnweg, glaube ich, für Weiß. Ah, und man hat dann immer Turm G2. Ja. Ah. Okay, aber wir kehren mal wieder zurück zur Partie. Weil es kam nämlich, Magnus hat den König nach H3 gestellt. Gut, hat den gar nicht nach F3 gestellt? Ach so, aber es kamen ein paar Schachgebote. Genau, okay, gut, dann. Ach so, und sobald A2 kommt, König H2 wichtig, oder naja, ja. man kann auch später noch nach H2 aber gehen, aber der muss auf der H-Linie stehen, damit man später dann mit dem Turm von hinten quasi decken kann. Ja, hier nach vorne zu gehen sollte nicht reichen, weil jetzt kann Weiß keine Fortschritte mehr machen. Auf König hier kommt immer Schach, der König muss sich decken lassen von seinem Bauern, und wenn er nach G5 geht, kommt Turm G1. Aber es sieht ganz so aus, als wüsste Magnus ganz genau, was er tut. Er hat G4 jetzt nach vorne geschoben. Oder er spielt einfach schnell, weil er schnell spielen muss. Aber ja, an jetzt sich, er hat da vielleicht auch schon König H4, wenn jetzt wieder ein Abwartezug kommt. Weil jetzt ist man nah genug dran, um matt zu drohen, ja, mit König G6. Und dann, richtig. Ja. Spannend, spannend. Aber es sieht ganz nach einem Sieg für Weiß aus. Ja. Ja, ah, jetzt das ist kam es auch. Oh, König H4 ja. ist auf dem Brett. Jetzt ist es um Fabiano geschehen. Das würde ich auch sagen, denn die Idee, die wir vorhin hatten, die funktioniert auf dieser Reihe nicht mehr, weil Weiß, wir können ja einfach mal kurz zeigen. Wir hatten ja A2. Wie machen wir das jetzt so? Wenn man jetzt abwartet quasi mit Schwarz, ist auch egal wie, dann hat Weiß immer Möglichkeiten, wir sollten bei der Partie bleiben, aber immer die ganzen Ideen mit Matt-Ideen zu kombinieren. Das funktioniert jetzt nicht mehr wegen Matt. Das genau. ist so das Kernproblem, wenn Weiß jetzt schon eine Reihe weiter vorne ist. Es kam H6, Turm B1. Jetzt ist immer die gute Frage, ob man noch einen Schach gibt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde es auch machen. Magnus hat es auch gerade gemacht. Das bringt den König dann nochmal ein Stück weiter zurück. Jetzt sollte man erstmal auf A2 nehmen. Und jetzt nach so einem Schachgebot König H4. Kann man sich ja immer hinter dem eigenen Bauern verstecken. Also ja. König H5 kam. Ja. Ja, König H5, genau. Und jetzt, wenn nochmal ein Schach kommt, dann kommt G5. Ich denke, wir können jeden Moment mit der Aufgabe von Fabiano rechnen. Ja, das war tatsächlich, ja, noch dürfen wir es nicht komplett abschreiben, aber eine sehr interessante Partie, wo Magnus schon nie irgendwie einen Nachteil, also nie Gefahr lief, mal schlechter zu stehen. Es war nicht immer klar von Anfang an, dass Magnus die besseren Karten hat, aber dann im Endspiel hat er auf jeden Fall sehr nach vorne gespielt und sich dann auch
nichts mehr sagen lassen und wir haben es jetzt drin. Ja. Magnus hat die erste Partie des Schnellschachwettkampfes gewonnen. Wow. Damit geht er in Führung, nachdem wir jetzt 12 Unentschieden gesehen haben. Gleich haben die wir erste. Jetzt die erste Entscheidung. Wahnsinn. Für Magnus. Wahnsinn. Wir haben trotzdem noch vermutlich 3 Partien. Es sei denn, Magnus schafft es jetzt direkt nochmal zu gewinnen. Dann würden ihm auch 3 Partien insgesamt reichen mit 2,5 Punkten, wenn er dann nochmal Remis schafft. Aber vermutlich werden wir noch einige Partien sehen. Und Fabi kann das Ganze natürlich wieder aufholen. Ja, sicher. Indem er jetzt mit Weiß in der nächsten Partie zeigt, was er so vorbereitet hat. Ja. Zwischen jeder Runde wird es übrigens eine Pause für beide Spieler geben von 10 Minuten. Das bedeutet, wenn man als Zuschauer jetzt vielleicht nochmal Getränke auffüllen möchte oder ähnliches, zwischen den Spielen ist immer ein kleiner Moment Zeit, sowas zu tun. Und auch für uns? Ja, ich denke auch. Wir füllen eben unseren Tee nach und dann sehen wir uns gleich wieder und sind sehr gespannt auf die zweite Runde des heutigen Matches. Bis gleich! We'll be right back.
Hallo zusammen, wir sind wieder zurück und jeden Moment könnte die zweite Runde starten. Ich denke, dass sie vor Ort auch nicht mit einem Countdown arbeiten, sondern wenn ein Spieler vielleicht nochmal ganz kurz sich die Beine vertreten möchte, dass das auch okay ist. Aber ungefähr, ungefähr bald kann es weitergehen. Ich werde noch einmal kurz die aktuelle Brettstellung aktualisieren auf die nächste Runde, wenn ich wüsste, wie das funktioniert. kann ich hier irgendwie die nächste Runde auswählen? Ja, kann ich. Sehr gut, jetzt wird das noch justiert, denn über uns solltet ihr in jedem Moment sehen können, wie es denn wirklich auf dem Brett steht im Vergleich zu unserer Stellung, die auch manchmal Analysen beinhaltet. Ja, was wird Fabiano spielen? Vielleicht fangen wir damit an. Jetzt, gut, ich bleibe bei E4. Ja. Dass er weiter auf E4 vertrauen wird. Wir werden vielleicht wieder einen offenen Sizilianer sehen. Kann aber auch sein, dass sich Fabi für die Tiebreaks was anderes überlegt hat. Oder Magnus, dass er jetzt gar nicht mehr sizilianisch aufs Brett bringen wird. Zumal er jetzt ja Vorsprung hat. Diese Situation hatten wir ja im gesamten Match noch nicht. Ja. Und es kann durchaus sein, je nach Matchverlauf, dass man dann andere Eröffnungen wählt. Ja, auf jeden und Fall. Dass Magnus bisher dem Sizilianer treu geblieben ist, weil er eben auf Vorteil auch mit Schwarz spielen wollte oder zumindest sich da die Optionen offen lassen wollte. Und jetzt, sobald er Vorteil hat, vielleicht doch was anderes wählt. E5 zum Beispiel. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass beide Spieler ein ganzes System haben an Eröffnung, vielleicht gestaffelt in Runde 1 Ausgleich, dann spiele ich das. Runde 1, ich liege vorne, dann wähle ich ein sicheres System für Runde 2. Runde 1, ich liege hinten, dann wird es was Schärferes. Und das wirklich auch nochmal von Runde zu Runde gestaffelt, denn beide Spieler wissen, wer wann welche Farbe hat, das ist ihnen völlig klar. Und ich kann mir vorstellen, dass Fabiano jetzt etwas spielt, was etwas risikobehafteter ist, aber noch nicht völlig ausrastet. Wenn er in der letzten Runde, in der vierten Partie immer noch hinten liegt und gewinnen muss für den Ausgleich, dann wird er was sehr Scharfes spielen, glaube ich. Dann kann er sich das nicht leisten, zaghaft anzugehen. Ja, wobei E4 ja jetzt nicht zaghaft ist. Nein. Er muss natürlich nur auch damit rechnen, dass Magnus neben C5 und den relativ scharfen Partien, die wir im Sveshnikov gesehen haben, dass Magnus jederzeit zu E5 greifen kann. Das ist sein absoluter Hauptzug gewesen in der Vergangenheit und den beherrscht er auch wie seine Westentasche. Dementsprechend müsste Fabiano da auch noch mal was vorbereitet haben, wie er sehr, sehr scharfe Stellung kriegt. Vielleicht auch Neuerungen in den Varianten. Wir wissen es nicht. Aber wir dürfen gespannt sein. Und wir können uns sicher sein, dass Fabiano bis auf die Zähne bewaffnet ist mit Theoriewissen. Ja, davon gehe ich auch aus. Spannend. Aber ich finde es doch so... Also, ich war gerade wie so ein bisschen... Das hätte man nicht wirklich erwartet, nachdem Magnus also in der 12. Runde wirklich so schlecht gelaunt war, das Remis gespielt hat und er hat wirklich so einen sehr unzufriedenen Eindruck gemacht. Ja. Und jetzt schlägt er gleich mit einem Sieg in der ersten Schnellschachpartie auf. Also ich glaube, alle, die an ihm gezweifelt haben, die gesagt haben, oh, das ist ja nicht mehr der Magnus, er hat jetzt mal wieder den alten Magnus durchblitzen lassen. Ja, aber man muss auch unterscheiden zwischen Schnellschach und Normalschach. Ich glaube, am Schnellschach Magnus hat noch keiner gezweifelt, zumindest. Nee. Er hat ja auch immer schnell gespielt. Ja. In den Langzeitpartien. Das stimmt und das ist ein großer Vorteil, auch wenn wir uns an die letzte Runde erinnern. Dieses intuitive Spiel ist eine große Stärke von Magnus und deswegen ist er auch mit Abstand die Nummer 1 der Weltrangliste im Schnellschach, weil er eine sehr außergewöhnlich gute Intuition hat. Er fühlt praktisch, wo die Figuren hingehören und unser Eins muss da sehr lange drüber grübeln und er
Er spürt es einfach, wie so ein Jedi des Schachs. Wir hatten gerade die Frage im Chat, ob man Chessimi beitreten kann. Beitreten nicht, aber ihr könnt trotzdem gerne auf die Seite gehen und schauen, was ihr dort findet. Ja. Aber wir schauen jetzt erstmal, was wir auf dem Brett finden, denn es ging los. Wir haben es erneut. Entschuldigung für diese Verzögerung. Es ist wieder Sveshnikov. Es wird wieder E schlägt D5 kommen. Alles andere ist Nonsens. Und jetzt hatten wir schon Springer E7 und Springer B8 auf den Brettern bei klassischen Partien. Ja, was Ähnliches wird es heute wohl auch werden. Es sei denn, man schlägt mit der Dame auf D5. Ich vermute, das ist aber keine Option. Oder gibt es das auch? Nee. Das ist ausgeschlossen. Es wäre so vom reinen Prinzip her schön, wenn man diesen Bauern als Schwäche später attackieren kann, aber hier kommen A6, Läufer E6, ja, alles die Atempo Dame raus. Steht dann nicht so komfortabel. D5, wenn man dann irgendwann möchte. Nee, deswegen, wir bitten euch wie immer um ein klein wenig Geduld, wenn wir die Züge noch nicht, ja, perfekt sofort verfügbar haben. Aber ja, ich denke mal, wenn wir gemeinsam warten und wenig spoilern, dann haben wir auch an verzögerten Zügen genau die gleiche Spannung wie sonst auch. Ne? Ja, sonst ist es wie beim Fußball, wenn jemand anders eine schnellere Übertragung hat und da schon der Torjubel zu hören ist. Also bleibt einfach bei uns. Ja, jetzt haben wir gleich und super viele Züge. Wir haben jetzt auch die Züge, wir können ja mal kurz durchgehen, damit es jetzt hier nicht so ein Rätselraten ist, was zwischendurch passiert Springer ist. Springer E7 wie in der letzten Partie. Dame und ja. Ja. Und das war auch die Wahl. Es gab da eine Beispielpartie mit diesem H4, H5 Einschub. Und Dame B8 damals auch gespielt von der Engine. Also das wurde in dieser Engine League gegeneinander gespielt, Komodo gegen Stockfisch. Aber interessant, dass diesmal, obwohl Magnus vorne liegt, er jetzt nicht die Zugwiederholung anbietet, die Fabi hier ganz sicher nicht angenommen hätte, aber sondern hier zu der Hauptvariante mit Dame B8 gegangen ist. Und hier direkt mal mit A5, A4 Initiative zeigt. Oh, vielleicht will er auch noch A3 hinterher schieben, aber das wäre vermutlich etwas früh. Läufer E7 gespielt von Magnus. Greift den Bauern auf H4 an. G3 wird höchst vermutlich, auch ein schönes Wort, ja, wird höchst vermutlich kommen. G3 ist jetzt auch gespielt worden. Und man muss auch sagen, gerade bei der Schlagfrequenz der Spieler zu Beginn einer Partie, da kommen wir als Kommentatoren sowieso nicht hinterher. Aber auch die Technik hat so ihre Probleme damit, wenn die Spieler sehr, sehr schnell ziehen, das dann sauber zu übertragen. Aber wir haben alle die gleiche Stellung, wir sehen sie und können uns fragen, was ist hier eigentlich los? Ja, was ist denn hier eigentlich los? Wir haben noch eine Gleichverteilung vom Material zumindest, aber von der Bauernstruktur her schon ein großes Ungleichgewicht. Ich habe das bisher immer eingezeichnet in den Partien vom Sveshnikov und werde es auch jetzt wieder tun. Weiß hat nämlich eine Bauernmehrheit am Damenflügel und Schwarz eine Bauernmehrheit am Königsflügel, sodass sich da vielleicht auch das Spiel hin orientiert, wobei es in der aktuellen Stellung gar nicht so konkret danach aussieht, da Schwarz ja schon sehr viel Aktivität am Damenflügel auch gezeigt hat, wobei die Aktivität ja auch in die Richtung gehen kann, um die weiße Aktivität einzuschränken. Ja, Prophylaxe. So ein weit vorgezogener A-Bauer verhindert natürlich, dass Weiß allzu bequem B4, C5 aufs Brett stellt. Ich mache mir nur Sorgen um den Springer G6. Der steht hier nicht mehr toll, nachdem G3 kam. Und Läufer E2 wird folgen. Das gehört rot, das ist nämlich eine Drohung. Drohung gegen den Bauern H5. Hier gibt es, ich weiß nicht, also Läufer G4 wäre eine mögliche Idee, um das zu verhindern, aber jetzt würden wir praktisch übergehen in die Turnierpartie von den beiden, beziehungsweise in stark verbesserter Form für Weiß nach F3. Ne? Der Läufer müsste wieder zurück, Läufer D3 und ich habe das Gefühl, Weiß steht sehr bequem.
oder auch Läufer E2 und die Probleme lassen nicht nach. Schwarz kann nicht allzu schnell rochieren, muss immer den H5 decken. Ist etwas unangenehm für Magnus. Was war das für eine Eröffnung, wurde gefragt von Heiko. Genau, es war Sveshnikov, auch in derselben Form, wie wir es in Runde 12 gesehen haben. Nur diesmal ist Fabiano. Naja, noch sind sie dabei, die Öffnung zu spielen, aber es sieht ein bisschen besser aus als in Runde 12 für Fabiano. Weil es steht besser. Ja, es stand genau. Ja ziemlich schnell schlechter. Wobei ich sagen muss, um diese Zugzahl rum stand er ja auch noch in Runde 12 okay. Das hat sich ja dann erst später ergeben. Durch die Zugwiederholung waren noch künstlich mehr Züge auf dem Brett. Ich schlage einfach mal trotzdem sowas wie Springer F8 vor. Der ist hier sicherlich nicht so toll wie in der Partie, weil ihm hier das Feld D7 fehlt. Aber die Idee wäre, auf Läufer E2 G6 spielen zu können, um dann den Springer zu entwickeln. Ich gebe aber zu, es fehlt hier noch was. Oder damit C8, wie es in der Partie kam, okay. Mit der Idee, dann vielleicht auch mit Läufer G4 gegenhalten zu können. Oder möchte man den lieber nicht tauschen? Auf Läufer E2. Weil auch der A4 hängt, oder? Kann man sich das überhaupt erlauben, jetzt Läufer G4 zu spielen? Ich glaube, man muss fast, ne? Aber wenn jetzt Läufer schlägt G4 kommt... Gut, dann kann man mit der Dame schlagen. Aber was ist, wenn direkt... Aber das sieht auch nicht gut aus für Schwarz. Nee, warte mal, wir haben doch hier noch was anderes. Wir haben doch hier auch noch die Drohung auf den Bauern C4. Also nicht nur Läufer G4, aber Läufer G4 auch. Ja doch, so und jetzt mit dem Bauern wieder nehmen. Ach so. Dann hängt direkt der C4. Ja. Puh, das ist schon wieder eine ganz schön scharfe Stellung hier. Mhm. Wie ist es denn nach Läufer G4? Kann man nicht auf A4 schlagen? Sofort, mit dem Springer. Ach so, dann kommt Läufer schlägt E2 und auf... König schlägt E2, hängt der C4 und Schwarz steht auf Gewinn. Ja. Gewinnt auf jeden Fall eine Figur auf A4. Okay, das kann man sich also nicht leisten. Vielleicht kann man auch wieder Läufer E2, Läufer G4, F3 machen. Das wäre jetzt dann angelehnt an Runde Nummer 12 der klassischen Partien. Aber auch in der Partie, also was heißt auch, ich muss sagen, in Runde 12 F3 von Fabiano hat mir gar nicht so gut gefallen, weil es den Druck auf H5 runternimmt. Mhm. Und man muss... Achso, F3 könnte man sich ja aber auf jeden Fall bis Läufer G4 aufheben. Ja, habe ich hier auch. Ja. Genau. Hier wäre Weiß dann auch wieder am Zug. Ja, weil direktes F3 macht ja dann noch weniger Sinn, ja. Andere Züge sind aber auch möglich, sowas wie Turm C1. Schon mal ins Vis-à-vis mit der Dame, den C4 gedeckt für den Fall, dass dann Läufer E2, Läufer G4 kommt. Dann droht nämlich Springer schlägt A4 tatsächlich. Ja. Also, ich finde die weiße Aufstellung ziemlich harmonisch, muss ich sagen. Gefällt mir besser. Aber, vielleicht gucken wir uns noch einmal... Läufer E2 ist gespielt. Okay, dann gehen wir doch nicht mehr zurück und gucken jetzt noch. Sondern bleiben hier in der Stellung. Wir dürfen Läufer G4 erwarten. Oder kann man hier auch wieder einfach den H5 erstmal hängen lassen und Rochade spielen. Das war ja in der 12. Runde auch mal zwischenzeitlich eine Idee, die denn zwar so nicht kam, aber die wir zumindest überlegt hatten. Das hängt natürlich auch immer der C4. Genau. Also allzu schnell sollte man nicht nehmen. Ja, das war in Runde 12 immer verbunden mit E4, Springer E5. Da fehlt gerade noch der Läufer auf F5. Mhm. Also E4 würde ja einfach genommen werden. Wenn Weiß sowas wie Turm C1 spielt, das sieht gut aus. Bringt Schritt für Schritt Sicherheit in den C4. Und bald droht es wahrscheinlich hier zu nehmen. Gerade auf solche Vorbereitungszüge wie F5 kommt natürlich jetzt Läufer schlägt H5 mit etwas mehr Wucht. Ja, dann direkt auch der Springer. Ja. Ja, das kann sich Schwarz nicht erlauben. Das heißt, entweder hier vorsichtiger spielen oder gar nicht erst rochieren. Mhm. Gut, Läufer G4 hat man jetzt vielleicht immer noch als Option. Theoretisch. Aber dann kann man ihn vermutlich auch besser direkt spielen. Aber hier haben wir dann noch immer das Problem, wenn der König schon rochiert hat, dann kann man, glaube ich, nur noch äußerst schlecht mit dem Bauern nehmen, weil H5 kommt. Der Springer muss nach H8, das ist schon fast eine Qual. Und jetzt H6 hinterher, wahrscheinlich aber erstmal noch diesen Gratis-Bauern nehmen. Hier sollte Schwarz tatsächlich schon
ja, auf Verlust stehen, denke ich mal. Und mit einem Damentausch mit drin, das macht es vielleicht erträglicher, weil man nicht sofort matt gesetzt wird und der A4 nicht sofort verloren geht. Aber die Stellung ist auch nach H5, Springer H8, also der steht da wirklich nicht toll. Ja, da hätte Weiß auf jeden Fall eine gewinnbare Stellung, denke ich. Ah, das wäre es ja, wenn wir nach den 12 Remisen jetzt nur entschiedene Partien ja hätten. Also Läufer G4 wurde gespielt. Mhm. Die Frage schlagen, F3, was ganz anderes vielleicht, Turm C1. Der passt immer rein. Mhm. Das ist der, der immer passt in dieser Stellung. Ja, einfach um den C4 noch zu unterstützen, sich das auch der Dame so gegenüberzustellen. Genau, und dann ist Springer A4 eine Drohung, weil dann eben ja nicht mehr Läufer schlägt E2, nebst Dame schlägt C4 kommen kann. Okay, sagen wir, es kommt jetzt Läufer E2, Dame E2. Vielleicht kann man hier mit F5 vorgehen. Mhm. Ja, natürlich jetzt der brutale Weg. Und es ist halt unangenehm, ja, dass man nicht rochieren ja kann, weil dann immer Dame H5 kommt, der Springer hängt. Ne? Ja, der schwarze König hat gar nicht so einen Zufluchtsort, wohingegen Weiß ja durchaus auch noch kurz rochieren kann. Man muss ja halt immer so F4 im Auge behalten von Schwarz, weil dann auch der H4 ausgehebelt wird. Ja. Aber sofern man das neutralisieren kann, sieht das eigentlich ganz gut für Weiß aus. Und man hat ja immer noch Ideen auch mit C5. Das ist ja, ja hier auch so die so Standardidee C5, in der Stellung. D6 auf F4, flexibel, Läufer B6, Springer C7, Schach drohen. Ich denke, dass Fabiano hier das leichtere Spiel hat. Ja. Und Magnus einfach die schwierigere Aufgabe. Ein Turm C1 ist gespielt worden, Fabiano macht den Magnus, muss man sagen. Er macht einfach die natürlichen Züge mit relativ wenig Bedenkzeit, so wie es in Runde 12 auch kam, wo wir schon dachten, dass Magnus gedanklich schon tatsächlich beim Blitzen angekommen wäre, die Züge einen nach dem anderen runtergespielt hat. Das ist hier eine gute Entscheidung, glaube ich, von Fabi im Schnellschach. Aktivität, die Figuren, die sicher irgendwo hingehören, die stellt man dahin. Der Turm steht hier optimal. Springer schlägt A4, ist in der Luft. Jetzt Läufer schlägt G4. Also muss Schwarz schon reagieren. Hat er überhaupt noch Möglichkeiten, außer Läufer schlägt E2? Nee. Kam auch direkt. Und wir haben Dame schlägt E2 nebst Dame F5 auf dem Brett. Ah, deckt den einfach den H5. Warum ist auch ein Zug, den man nicht unbedingt sofort auf dem Schirm hat? Ja. Ich habe den nicht auf dem Schirm gehabt. Dame F5. Ja, also Dame G4 denkt man drüber nach irgendwie. Ja gut, aber den will man ja auch nicht machen. Ja, genau. Ja? Ja. Den hat man ja dann schon so ausgeschlossen. Dame F5, eigentlich interessant, deckt den H5 und die Dame kann interessanterweise dort auch gar nicht so einfach vertrieben werden. Also normalerweise, ja, das steht gar nicht schlecht, ne? Ist das ja eher unintuitiv, die Dame so weit vorzuziehen, wo sie eigentlich auch gut angegriffen werden kann. Aber das ist hier gar nicht so der Fall und sie schaut auch zum Beispiel nach D3 oder so, wenn die weiße Dame jetzt mal auf Abwege gerät, wo ich gar nicht wüsste, wo sie das tun soll. Aber wenn Weiß die weißen Felder nicht mehr unter Kontrolle hat, dann könnte auch mal Dame F3 kommen zum Beispiel. Ja. Wie geht's denn weiter? Also sagen wir mal, Weiß macht natürlich einen Zug und rochiert. Dann wird Schwarz wahrscheinlich auch rochieren. Mhm. Dann meinst du, er will jetzt hier gleich schon rein und was opfern. Das wird er sich wahrscheinlich eher für die Blitzpartien aufheben. Meinst im du? Schnellschach okay. Kann man das, glaube ich, noch ganz gut kontern. Na gut. Das heißt auch Rochade, die Dame deckt auf H5. Na gut, ich würde schon mal, irgendwann würde ich den einschieben, König G2 einfach, das ist so mein Empfinden von Sorgsamkeit. Damit ne? nicht Dame H3 kommt, meinst du? Ja, genau. Also Dame H3 zu einem späteren Zeitpunkt, das auch ist lästig. Auch mit F5, F4 vielleicht, ja. Ja. Gebe ich dir recht. Also vielleicht kann Weiß solche Motive in die Stellung bringen, mit sehr, sehr vielen Fesselungen. Also die erste Idee ist, dass der Läufer schlägt G5, dann fällt der H5, weil der G5 gefesselt ist. Dann wiederum muss man aber auch sehen, okay, wenn jetzt was ganz anderes kommt, irgendwas, nix, dann kann man gar nicht auf H5 nehmen, weil dann wahrscheinlich F6 kommt. So beiderseitige Fesselung quasi. Ja, dann vielleicht wiederum G4. Also so eine Idee wie Läufer G5 nach der schwarzen Rochade ist die auf jeden Fall
angebracht. Mhm. Ja, Springer B5 vielleicht auch mal als Plan. Das würde Schwarz zumindest zur Rochade zwingen. Allerdings steht danach der Springer da auch nicht mehr so wirkungsstark. Es sei denn, man schafft dann noch schnell C5. Dann erfüllt er dort ja seinen Zweck. Dann hätten wir, wenn sofort. Ui, Fabiano. Da will aber einer wissen. Wow. Ja, C5 war ja schon mal im Turnier ein fast gewinnbringender Zug oder zumindest ein. Aber hier sofort, also hier hätte ich gesagt, okay, Schwarz ist auch schon rochiert. Das hatten wir im Rahmen der 12. Partie viel analysiert. Weiß sollte auch aufpassen, dass er erst seinen König in Sicherheit bringt, bevor er sowas macht. Deswegen aber da sind ja noch beide in der Mitte. Oh gut, der ist weg. Ja gut, Weiß kann auch weg sein. Achso, was ist denn? Ja, das sollten wir vielleicht auch als erstes mal schauen. Was denn überhaupt die Idee? Achso, Springer B5 und dann droht direkt Springer C7 und D6 und Läufer schlägt C5 und... Ach, vielleicht auch sofort, weil auf Läufer C5 Dame B5 Schach kommt. Achso, ja. Kann man machen, dann würde man gar keinen Bauern opfern. Mhm. Ja gut, über Rochade ist eigentlich der logische Zug. Wenn jetzt C schlägt D kommt, dann Weiß nachzieht mit der Rochade. Boah, das ist sowas, das will Schwarz haben. Deckt hier den Bauern und gleich kommt der Springer rein. Sieht aus wie ein sehr günstiger Fischerangriff, wobei es gar keiner ist. Ja, aber von der Idee her, vom Feeling her. Ja. Also, ja, aber C5, also ich finde den erstmal spannend aus Kommentatorensicht. Oh. Aus Fabi-Sicht ist es vielleicht etwas zu früh, aber gut, er setzt halt auch Magnus unter Druck. Und was denn mit, wenn Schwarz, wir hatten jetzt Rochade angeschaut, oder? Als Hauptzug. Mhm. Was denn dann mit C6 zum Beispiel, wenn man versucht, sich da so einen Freibauern zu holen? Den jetzt habe ich aber auch das Feld D5. E4. Dann habe ich das Feld D5 nicht mehr. Also, und der C-Bauer ist gar nicht so gefährlich, wie er auf den ersten Blick ausschaut, ne? Wahrscheinlich nicht. Ist ja auch nicht so super einfach zu decken, wenn er jetzt vielleicht auch angegriffen wird. Es dauert halt, bis der Unterstützung bekommt. Und also Weiß muss halt bei allen Aktionen vorsichtig sein, wenn er hier bereit ist oder sogar hilft, die Stellung zu öffnen, dann könnte er schnell Probleme mit seinem König in der Mitte bekommen. Seine Türme sind noch nicht verbunden, der zweite Turm noch nicht bereit einzugreifen. Das ist auf jeden Fall ein gewagtes Manöver mit C5. Glaubst du, da kommen jetzt gewisse Flashbacks bei den Spielern? Zu der Partie mit C5? Aber wenn ich nicht... Also, ich müsste es jetzt prüfen, aber ich meine, die Partie, wo Fabiano auf Gewinn stand, war es auch 21. C5. Genau wie hier. Gut, das können wir nachprüfen. Wobei das wahrscheinlich ein bisschen dauert, bis wir da die entsprechende Partie rausgesucht haben. Aber ihr könnt es vielleicht auch nachprüfen, ob wir da tatsächlich sogar eine Zugparallele haben. Das ist auch im 21. Zug war. Das wäre natürlich dann oder im 20. schon spektakulär. Aber nach Rochade sind wir jetzt erstmal gespannt, wie es weitergeht. Ja, das ist auf jeden Fall der kritische Zug. Nicht hier die Stellung irgendwie abtauschen mit dem König in der Mitte, sondern den König weg. Und zwar so schnell es geht. Mhm. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Rausnehmen, vorbeiziehen, stehen lassen. Was wäre deine favorisierte Vorgehensweise für Weiß? Ich glaube, schlau stehen zu lassen. Denn dieses Rausnehmen, das konnte mich irgendwie gar nicht überzeugen. Läufer D6, E4... Dieser isolierte Bauer, der jetzt nicht unmittelbar nach vorne kommt, man muss sich gehörige Sorgen machen um Springer E5. Nach der Rochade müsste man sich auch Sorgen machen, dass dann irgendwann Springer F4 kommt mit Figurenopfer und Attacke. Hier ist nämlich auch sehr schnell dann ein Turm drüben. Ich hätte Sorge, mit Weiß diese Stellung zu spielen. Aber gerade sah doch alles noch so schön aus. Was passiert? C5 ist passiert, er war vielleicht etwas vorschnell.
Was logisch wäre, aber ein Zug, den man nicht gerne macht, wäre auch, das D schlägt C5 abzumildern, indem man jetzt einen Zug wie Turm D1 macht. Um das um zu D6 verhindern. Zu spielen. Genau. Auch das ist natürlich alles andere als klar. Wenn es hier jetzt weitergeht mit Läufer F6, Läufer C5, E4, der Läufer guckt gleich drauf, der König ist in der Mitte, ist Rotspringer E5. Alles andere als klar, aber vielleicht spielbar. Aber man macht natürlich nicht gerne Turm C nach D1, bewegt hier einen Turm zweimal, bevor man den König überhaupt einmal in Sicherheit gebracht hat. Das gehört sich auch eigentlich nicht. Na gut, dafür haben ja auch die Damen alle schon ein paar Mal gezogen und so. Das gehört sich eigentlich auch nicht. Da muss das man stimmt. dann schon auf die konkrete Stellung schauen. Das gehört sich dann. Also sehr, sehr spannende Stellung mit C5. Und ich will mal einmal kurz... Willst du jetzt versuchen zu überprüfen, ob... Ja, aber das... Wir bleiben mal hier in der Partie. Das machen wir in der Pause. Das ist deine Hausaufgaben schon für die Pause mitgenommen, ja? Ja, welche anderen Zugmöglichkeiten gibt es? Rochade funktioniert nicht, weil der C5 einfach hängt, oder? Oder kann man jetzt Springer B5 spielen, D6 drohen, Läufer. Mehrbauer. Boah, du deckst den einfach. Ein einfacher Mehrbauer. Ja, gut, die 6 bringt halt auch nicht viel, außer dass es ein Schritt dann weiter nach vorne ist. Ja. Ja. Eieiei. Also, nee, das wäre, glaube ich. Das möchte fatal. Man nicht. Dann hat man eine schwierige Stellung und auch einen Bauern weniger. Vielleicht hat man irgendwo Kompensation, aber das gerade mit wenig Zeit dann natürlich auch nicht so einfach zu finden. Ja. Und aufrecht zu erhalten auch, weil wenn es sich vereinfacht, dann bleibt man halt mit mehr Bauer übrig. Und dass Magnus das verwerten kann, das hat er ja in der letzten Partie gezeigt. Ja. Also, Rochade ist keine Option. Das Schlagen ist natürlich immer noch eine der Hauptoptionen. Und jetzt, ja, irgendwie das Ertragen, ne? Ja, wenn es nicht matt wird. Ich weiß nicht, ob das geht. F4 einfach mit der Idee, dass man die Kontrolle hier reinbringt auf F3. Ja, und auch auf G3 und so, aber dann... Aber es sieht irgendwie aus. Das ist irgendwie... Da rollen sich meine Fingernägel nach oben bei F4. Wobei der... Ja, du hast recht, in manchen Stellungen sind genau solche Züge dann eben die, die alles zusammenhalten im richtigen Moment. Dafür hatte Kajakin ja auch vor 2 Jahren ein gutes Gespür, dass er immer dann, wenn es schon so auf der Kippe stand, oder gefühlt zumindest, er immer noch so diesen einen genauen aktiven Zug, meistens war es, dann gebracht hat. Und dann war noch alles in Ordnung. Aber gut, so wirklich toll finde ich das nicht. Also Schwarz hat jetzt natürlich auch immer Opfermöglichkeiten mit Springer steckt H4, sobald die Dame mal irgendwie was Aktives machen möchte, dann kommt die Dame rein von Schwarz. Also ich denke mal eher, dass es dann hier na, vielleicht sowas wie Läufer D4, um E4 anzugreifen, den Läufer ziehen, um Springer E4 zu verhindern, mag noch drin sein. Ja, wir hatten gerade noch mal die Diskussion im Chat, wie denn jetzt so der Verlauf ist. Also, es werden jetzt erstmal mindestens 3 Partien, muss man eigentlich sagen, gespielt. Und zwar bis einer 2,5 Punkte hat. Aber dann ist auch vorbei, oder? Also dann spielt man doch keine vierte mehr. Nee, genau, deswegen sage ich auch mindestens. Ja. Weil ich wollte nur sagen, ich denke das auch, das ist richtig so. Nur habe ich das nirgendwo so explizit gelesen, dass es dann vorbei ist. Also vielleicht, aber na gut, man könnte vielleicht noch drauf bestehen, die vierte Runde zu spielen. Ich glaube nicht, dass der Verlierer sagt, ich bestehe darauf. Es hieß hier 4 Schnellschlagpartien. Nochmal. Ja. Aber, also genau, also eigentlich ist das erste Match jetzt so auf 4 Partien angesetzt. Es kann aber natürlich sein, dass vorher schon eine Entscheidung erzielt wird. Wenn Magnus jetzt noch einmal gewinnt und einmal Remis, hat er ja schon 2,5 Punkte und das würde reichen, um das Match zu gewinnen. Und dann gibt es vermutlich auch keine vierte Runde mehr. Aber wenn diese 4 Partien unentschieden ausgehen, also ausgeglichen quasi 2-2, das ist ja noch durchaus drin, dann geht es weiter mit Blitz und jetzt geht es weiter mit C6.
Den hattest du auch schon vorgeschlagen und Fabiano hat den nach langem Grübeln genommen. Also genommen im Sinne von gespielt. Ja. Er hat deinen Vorschlag aus der Luft gegriffen und hat gesagt, so, den werde ich umsetzen. Schwarz wird nehmen. Recht sicher wird er nehmen. Jetzt ist nämlich der Bauer auf C6 erstmal relativ alleine weit vorne und wird nicht so viel Unheil anrichten. Und jetzt hatten wir, glaube ich, uns angeguckt E4 als Idee. Also E4 war mein Zugvorschlag. Es gibt aber auch noch andere. Turm FC8 zum Beispiel. Dann wäre Springer D5 interessant. Aber das geht vielleicht schon gar nicht, ne? Upsala! Und das ist das Problem. Deshalb sollte man rochieren, bevor man die Stellung öffnet. Oder man spielt F3, G4 und setzt matt, wie es der Vorschlag von Phoenix ist. Wann? Jetzt, also nee, jetzt nicht mehr, sondern nach B, C, D, C, Turm C8 vielleicht. Achso, dann hängt der ja direkt. Kannst das du ist nicht doch noch Wahnsinn. Mal deine Spek... Achso, ja, H4 hängt ja auch immer. Also ich glaube, das ist doch wirklich... Ganz, ganz schwer, und selbst wenn man es schafft, wenn man jetzt mal so den Wunschtraum realisiert und G4 durchsetzt, ohne dass direkt was weg ist, selbst dann ist es ja noch ein ganz, ganz langer Weg, bis Schwarz da irgendwie matt ist oder auch nur annähernd in Gefahr gerät. Deswegen. Es wurde abgetauscht auf C6, das ist jetzt die aktuelle Partiestellung, und sowohl E4 als auch Turm C8. Es kam Turm C8. Ja, und der ist auch verlockend, diesen Bauern anzugreifen, wo Weiß gerade nicht Springer D5 machen kann. Ja, ist so. Wegen Dame E4, ne? Das hat es ja, genau, schon gezeigt. Und jetzt kommt auch das zum Tragen, was wir vorhin schon gesagt haben, diese weißen Felder, die dann durchaus auch mal schwach werden können. Aktuell die Dame und der Springer in Kombination überdecken noch ganz gut alles, aber wer weiß, vielleicht ist ja auch die... Darf ich kurz eine Idee probieren? Ja. Wenn Weiß jetzt erstmal, wir vergessen jetzt mal, dass der C6 hängt. Wenn Weiß jetzt irgendwie, mir fällt gar kein Abwartezug ein. Aber wenn Schwarz im nächsten, kann er vielleicht auch D5 spielen. Ach so, weil Springer D5 das schlagen D4. Wieder. Es verliert aber ja nur einen Bauern für Schwarz, für Weiß. Das Springer D5, weil Springer steckt E7 immer noch mit Schach drin ist. Mhm. Damit C4 kam auch. Aber ich sehe jetzt schon solche Varianten kommen, wie vielleicht Dame nach F3. Sehr unangenehm. Aber wenn der Turm angegriffen ist, kann man ja noch rochieren. Das ist eine Regel, die, glaube ich, am meisten von Schachspielern, auch Turnierspielern, vergessen wird, ob man noch rochieren kann, wenn der Turm angegriffen ist, aber man darf. Nee, Dame F3 ist doch Quatsch, weil der C6 hängt. Ich hatte solche Varianten im Kopf, wie Rochade, Springer F4, Ui. G schlägt F4 und Magnus gönnt sich ein ruhiges Remis mit Schwarz. Ja, ruhig. Also ruhig wäre das nicht, aber zumindest ein Remis, ja. Ja, so von der Idee her. Aber hier geht es mit Sicherheit auch besser. Eine Verbesserung könnte sein für Schwarz, den Läufer umzugruppieren auf bessere Felder. Hier nach A5, C7 zu verhindern, Springer E7 zu drohen. Das könnte gut sein. Und ich wäre mir auch, also ich weiß nicht, ich wäre mir nicht so sicher, dass man hier so reinrochieren sollte mit möglichen Opfern immer von Schwarz. Und das ist halt diese verschiedene Risikostufen bei Fabiano. Läufer D8 ist gespielt worden. Jetzt ist es natürlich noch so, er würde nicht völlig verzweifeln, wenn Magnus eine forcierte Remis-Variante hätte. Wir dürfen uns aber nichts vormachen, wenn jetzt noch zwei Partien unentschieden ausgehen in der letzten Runde, und das ist halt auch gerade das, was Sergei Kajakin 2016 erlebt hat. Er musste die letzte Runde gewinnen. Das heißt, du musst allem ausweichen, was Remis ist. Und so, dass er die dann auch noch verloren hat, was aber nachvollziehbar war. Ne? Man verliert dann halt lieber mit der kleinen Chance, irgendwie doch noch einen Sieg zu ermöglichen, als halt einfach die Remisbreite nicht zu verlassen. Ich meine, das bringt einem dann ja nichts. Und um die paar Schnellschach- oder Blitz-Elo wird es denen da in dem Moment auf jeden Fall nicht gehen. Was ist denn mit Rochade? Ich will es einfach mal probieren. Läufer schlägt H4. Der geht wahrscheinlich nicht, ne? Aber wenn jetzt G schlägt H4, kommt Dame
hinein ins gute Stübchen. Na gut, wahrscheinlich geht das mit irgendwas auf E4 und dann zurück noch. Ah, Springer E4, scheint gut zu sein. Springer steht H4, Springer nach G5. Ne, das ist einfach matt. Warte mal, was wollte ich denn jetzt verteidigen? Wir sollten trotzdem zur Partiestellung zurückkommen. Okay, es kam Springer D5. Ja. Und jetzt erwarten wir... Was erwarten wir? Von Schwarz? Na, früher oder später E4. Springer E5. Ja, gerade wenn die Dame so auf C4 verlockend in Springer E5 drinsteht. Ein Schach auf A5 wird es wahrscheinlich nicht so schnell geben. Also, oder kann es auch geben, klar. Nur wird König F1 ohnehin Und jetzt kommen. Kann man den Springer nicht mehr so einfach ziehen, weil dann immer auf E7 eine Familiengabel ist. Also eigentlich ist der Läufer auf D8 noch gar nicht so verkehrt postiert, finde ich eigentlich. Sieht komisch aus, glaube ich, gar nicht so schlecht für Weiß. Ja. Den Turm kriegt man schon irgendwann wieder ins Spiel, ne? Okay, also kein Schach geben, kein sinnloses Schach geben. Aber was denn mit E4? Naja, gut, aber das C7 geht nicht, ne? Dann kommt direkt Läufer, schlägt C7, Springer, E5. Droht das Schach. Der Springer ist gefesselt, Dame hängt, es droht Springer D3. Schwarz hat zwar aktuell eine Figur weniger, aber ich vermute, die bekommt da schnell mit Zinsen zurück. Ja. Ja, ich glaube auch. Also hier musst du ja auch schon arge Verrenkung machen. Dann König E2, dann kommt jederzeit die Dame mit Schach rein. Und es bleibt die Gegenüberstellung, sodass der C7 gleich weiter attackiert werden wird. Nee, das ist nichts für Fabiano. Also E4 sieht gut aus, C7 wäre zu viel. Also alternativ irgendwie Springer E5 verhindern. Läufer D4 vielleicht? Für D4 oder F4? Du mit deinem F4. Naja, Fabian hat den schon mal gespielt und ich versuche einfach... Ja, jeder von uns hat schon mal F4 gespielt. So, siehst du? Und ich versuche aus meinen F4-Erfahrungen was rauszuholen. Ja, also wir haben jetzt E4 gespielt und sind jetzt gespannt. Läufer D4 oder F4? Was wird kommen? Es wird nicht F4 kommen. Aber F3 noch gar weniger. Nicht. Aber man kann natürlich immer überlegen, wie es jetzt... Ja, das Nehmen ist hier wahrscheinlich zu stark. Ja, ich verstehe den Sinn dahinter auch gar nicht. Du abmildern. Ach so, das Feld F3 wegnehmen oder was? Aber du hast dann auch einfach einen Bauern weniger und es drohen die gleichen Sachen. Nee, Springer F3 droht nicht mehr, weil da jetzt schon Springer F3 war aber auch nie die Drohung. Springer D3 war immer die Drohung. Naja, aber dann kommen Dame jetzt F3 war mit langer Rochade. So, jetzt machen wir noch einen schlechten. Und jetzt was wie Dame H3, Springer F3. Tödlich. Also Fabiano, gut, ist hier sehr nah am Verlieren, aber er muss dieses Risiko fahren, wenn er einen Punkt erholen möchte. Ja. Deswegen dieses sehr dubiose, frühzeitige Bilden eines Bauern auf C6. Ja, und ich finde, da können wir Fabi generell schon mal unser Lob aussprechen, auf die ganze WM geschaut. Auch ganz egal, wie es heute ausgeht, hat er Mut bewiesen. Also zumindest halt auch immer aktiv gespielt. Ne? Ja, ja. Nicht die verteidigende Rolle eingenommen und ist zusammengehalten. Das auch, wenn es nötig war. Mhm. Aber eben auch aktiv Spiel gesucht und da auch durchaus Vorteil von sich aus heraus erzielt. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also sie waren auch gleich auf in den klassischen Partien, muss man sagen. Also wenn man den Titel teilen könnte, ich glaube, niemals wäre es so gerechtfertigt gewesen wie im Jahr 2018, weil beide Spieler scheinen im Moment mit Abstand die besten Spieler der Welt zu sein. Die auch ja. auf Augenhöhe oder zumindest ja. knapp auf Augenhöhe sind. Lass uns doch nochmal Läufer D4 angucken. Die Idee ist es, Springer E5 zu verhindern. Sollte man jetzt dennoch zu Springer E5 greifen, dann opfert sich der Läufer sehr gerne für diesen Springer, denn der Springer dürfte auf lange Sicht den Läufer D8 absolut dominieren. Ich wüsste jetzt schon gar nicht, wie man hier wieder nehmen soll, wahrscheinlich.
muss man mit der Dame nehmen, weil wenn man mit dem Bauern nimmt, kommen schon ziemlich schnell sowas wie C7. Und also hier steht Weiß bequemer. Ja. Also ist auch noch nicht risikolos, natürlich. Ist alles sehr risikobehaftet, wie die beiden hier gerade spielen, aber Läufer D4 scheint erstmal der Zug zu sein, der ja, irgendwo korrektesten ist. Jetzt muss man wieder sehen, ne, ob Schwarz vielleicht selber wieder aktive Ideen hat, ob es sich jetzt für ihn lohnt, ein Schachgebot einzubauen. Ich finde dieses Schachgebot immer so zweifelhaft, weil ich gar nicht finde, dass der König woanders schlechter steht als auf E1. Ja, aber ich weiß nicht, an manchen Momenten steht er hier auch, also wenn der König nicht sicher schnell weiter wegkommt, dann muss er nicht auf F1 besser stehen. Das ist ein sehr konkretes Spiel, glaube ich. C7. Und Fabiano jetzt hat... Jetzt wird's kritisch. Oh, und es kam sofort, Läufer schlägt C7, Springer schlägt C7, Springer E5. Wird, nee, kam noch nicht, aber wird kommen. Ja, kam jetzt auch. Und haben wir da was unterschätzt, ja? Also es sah doch schon sehr... Gewinnbringend für Schwarz aus, sodass wir eigentlich zu dem Schluss gekommen sind, dass C7 nicht möglich ist. Ja. Tja, hat Fabi da noch was im Köcher? Oder hat er tatsächlich Läufer schlägt C7 übersehen? Mm-mm. Das kann ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen. Hat er nicht. Aber was überlegt, also was könnte jetzt hier noch die Option, aber auch dann geht nicht Springer D3? Na, auf Springer D3. Achso, da D2. Hätte man jetzt, weil man sich um die Dame kümmern muss. Hier steht Weiß, glaube ja, ich, gut. Okay. Behält zwei Figuren für einen Turm. Aber hier hat Schwarz natürlich noch Möglichkeiten, ne? Der Springer muss weiterhin die Dame decken, das ist, glaube ich, ein Problem. Noch geht Turm schlägt C7 nicht, weil der A8 hängt. Mhm. Aber jetzt so ein Zug zum Beispiel wie Turm B8 zum Beispiel, der greift nicht nur hier ruhiges, für ja. die Zukunft an, sondern nach Rochade. Dankeschön, den nehme ich. Springer F3 kommt. Und Springer F3 vor allen Dingen mit Damengewinn, ja. Ja, das sieht sehr kritisch aus. Und dass Fabiano jetzt noch mal länger nachdenkt, verheißt nichts Gutes. Eigentlich hätte man erwartet, er hat über C7 ausreichend nachgedacht. Aber dass es jetzt zack, zack geht, ne? Vielleicht, also manchmal ist es ja so, dass man dann erst später in der Variante, also wenn man schon ein paar Züge gespielt hat, erst dann noch einen zusätzlichen Zug sieht, aus gegnerischer Sicht, und dann plötzlich merkt, dass die Variante, die man eigentlich spielen wollte, gar nicht so funktioniert oder zumindest anders funktioniert, als man sich das vorgestellt hat. Ja, das kann also schon durchaus mal passieren, dass man dann doch noch mal reinguckt. Also die Dame muss ja ziehen, müssen wir ja jetzt... Und Dame D5, also gibt's, nee, Dame B5 steht ja dann auch nur in Turm B8 drin. Also wir hatten, glaube ich, Dame C3 uns mal angeguckt, aber Dame C2 dürfte es auch nicht besser machen. Mal Schach. Jetzt muss man ja schon aufpassen. Es droht ja, sagen wir mal, es kommt König F1. Dann könnte Schwarz ja auch den ganz lockeren machen und wahrscheinlich auf C1 nehmen. Irgendwas nimmt wieder, gefolgt von Dame D7. Und sagen, Dankeschön. Läufer B6. Geht vielleicht noch. Ha, Turm B8. Aber das sieht auch nicht so aus, als wäre es irgendwie haltbar mit der Fesselung. Ne? Ja. Das wird es wahrscheinlich eher sein. Ja, verhindert Läufer B6 zumindest effektiv. Ja. Und danach bekommt man die Figur. Das ist aussichtslos. Wow. Diese Stellung. Diese Stellung ist aussichtslos, ja. Fabiano muss das besser spielen. Hier könnte man natürlich immer sagen, okay, König D2, König E2. Damit man hier auf Springer schlägt C1 wieder nehmen kann mit einem Turm und ein bisschen mehr Deckung auf den Punkt C7 ist. Aber auch das sieht nicht schön aus. Also das kann man nicht anstreben, weil Weiß steht so kurz vorm Kollaps,
mit seinem wirklich sehr wackeligen Konstrukt hier. Ja, und Schwarz braucht gar nicht jetzt direkt im nächsten Zug irgendwas Material zurückzubekommen, sondern er kann auch einfach die Stellung ganz natürlich weiterspielen und wird bei natürlichen Zügen schon Material weiter gewinnen. Hm. Springer D5 ist noch ein Vorschlag, der aus dem Chat kam. Ich glaube aber nicht, dass das reichen oder dass das funktionieren kann. Weil trotzdem am Ende Springer D6 kommt, oder? Na, der kommt auch. Der dann kann können auch. Wir hier gleich mal bleiben. Okay, interessant. Also die Idee ist es, auf Springer schlägt C4, Springer E7 zu spielen und jetzt ist man mit Weiß sehr, sehr gut rausgekommen. Ja, man hat eine Figur mehr. Ja. Also das ist nicht erstrebenswert für Schwarz. Es gibt doch, also auch ist sowas schon so schlecht? Dame F3. Dann wird Weiß wahrscheinlich seine Dame opfern müssen und können. Mhm. Und dann haben wir ein interessantes Materialverhältnis. Nämlich, da muss ich jetzt auch erstmal zählen, Weiß hat sehr, sehr viel. Zwei Türme und eine Figur. Aber der König ist so extrem. Ja, aber das ist, oh, es kam König H7. Ah, ist natürlich auch interessant, einfach den König wegzuziehen. Zu sagen, ja, Springer E7 ist keine Drohung. Die Dame hängt. Es droht immer noch Springer D3. Wenn der jetzt dennoch kommt, dann wird wahrscheinlich Dame F3 wiederkommen mit Angriff hier. Und jetzt ist das Schlagen auf C8 raus und Schlagen, beziehungsweise Dame F1 spielen. Also hier würde ich doch schon arg nach dem forcierten Matt suchen, aber gut, zur Not reicht Springer D3, gefolgt von Turm schlägt C1. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Wow. Das sieht nach einer klaren Verluststellung für Weiß aus. Und Magnus ist auch auf der Uhr vorne. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist irgendwie schade, finde ich, so das unerwartet. Ja, so also, unerwartet. Dass es jetzt plötzlich doch so klar zu sein scheint. Noch ist die Partie natürlich nicht vorbei, aber es sieht alles danach aus, dass sie es bald sein wird. Und zwar mit einem Sieg für Schwarz. Ich finde hier auch in der Stellung keine Schummelchancen mehr. Die man ja im Schnellschach durchaus sonst noch anbringen kann. Ja, aber auch das ist, also ist ja völlig verloren. Also ja, der D5 hängt ja auch noch. Ja, genau, also D5 ich nehme und C1. Oder erst auf C1. Ne? Ist egal. Ich meine, jetzt droht ja auch schon Springer auch F4, Abzüge, Springer ja. Schlägt E2. Das ist ja völlig platt. Völlig vorbei. Mhm. Ja, und wir haben den Ilja im Chat. Ja. Er unterstützt das Remis-Angebot von Magnus vorgestern in der 12. Runde, wo sich ja viele drüber gewundert haben, weil es ja in doch angenehmerer Stellung mit deutlichem Zeitvorteil geäußert wurde. Und jetzt scheint er recht zu behalten. Naja gut, was heißt, er scheint recht zu behalten? Also, ich meine, wir können nicht die Vergangenheit ändern und eine Alternativität angucken, aber also wenn er gewonnen hätte, hätte er gewonnen, dann wäre es vorbei. Ja. Also, und ich glaube, es würde einem Weltmeister auch besser stehen, sich im klassischen Schach als Weltmeister durchzusetzen, als danach im Schnellschach. Mhm. Dann im Schnellschach den Titel klassischer Weltmeister zu behalten. Ja, ich glaube, das er hätte es gerne anders gehabt. Ja, aber das hat man ja auch in den Pressekonferenzen gesehen, dass er mit dem Verlauf nicht so zufrieden war und sich das schon anders vorgestellt hätte. Aber die beiden Partien heute hat er sich vermutlich nicht anders vorgestellt oder zumindest nicht anders Doch. Gewünscht. Also anders so vorgestellt schon. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, er hätte niemals Geld darauf gesetzt, 2-0 in Führung zu gehen. Ich glaube, das hätte niemand nach dem bisherigen Verlauf und auch auf die Vergangenheit geschaut. Also Magnus hatte nie einen brachialen Score im Schnellschach gegen Fabiano. Den hat er nie gehabt. Aber auch im Langzeitschach nicht. Doch, da war es schon besser. Achso, ja, im Vergleich vielleicht. Ja. Aber wenn man sich nur die Langzeitpartien anschaut der Vergangenheit, dann hätte man auch ganz klar gesagt, dass Magnus überlegen ist. Aber es zählte natürlich die aktuelle Form und da konnte Fabi super mithalten. Das hätte man ja vielleicht auch auf Schnellschach übertragen können, aber
Ja, jetzt wissen wir auch nicht so recht, was hier passiert. Fabiano hat auf unserem großen Brett, er hat noch ein bisschen Zeit, ein paar Minuten, aber die Stellung scheint aussichtslos. Ja, unrettbar verloren zu sein. Vermutlich überlegt er, ob es hier noch irgendwelche Tricks gibt, die er dann vielleicht noch so als letztes probieren kann. Weil wenn man so die normalen Züge spielt. Fabiano hat jetzt dann aufgegeben. Gibt es keine Chance mehr und er hat keine Tricks mehr gefunden, deswegen hier die Waffen gestreckt und es steht 2-0 für Magnus. Noch ist das Match nicht gewonnen, aber er braucht nur noch ein Remis aus 2 Partien, um sich den Weltmeistertitel zu sichern. Das heißt, Fabiano wird auch jetzt mit Schwarz so richtig Risiko gehen müssen. Mhm. Und wenn wir den Blick zurückwandern lassen auf die klassischen Matches, Fabiano hat mit Schwarz nie besonders viel rausgeholt. Gut, andersherum kann man auch sagen, Magnus hat mit Weiß auch nie wirklich oder meist nichts rausgeholt. Es war immer recht ausgleichlastig. Aber genau, da muss jetzt Fabi ein bisschen Pfeffer reinbringen. Mal schauen, was er für eine Eröffnung wählen wird. Wir machen auch eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder dann zur dritten Partie. Und ja, freuen uns auf die Spannung, die uns da gleich noch erwarten wird. Und dürfen alle auf die Eröffnungswahl von Fabiano gespannt sein, wenn er mit Schwarz gewinnen muss. Bis gleich. We'll be right back.
So, weiter geht's. Ja, die dritte und vielleicht auch schon letzte Runde dieser Weltmeisterschaft. Denn Magnus Carlsen führt 2-0. Etwas, was wohl kaum jemand erwartet hätte. Dass er im Schnellschach wohl die Nase vorn hat, das war vielen Leuten klar. Oder haben es zumindest vermutet, ja. Aber wie gesagt, auch in einem Match über vier Partien sich durchzusetzen, weil man Favorit ist, ist alles andere als gewiss. Jetzt führt er 2-0 und eine bequemere Lage kann es kaum geben. Ich glaube, nee, kann es nicht. Aber ich glaube, viele von uns erinnern sich daran, wie Sergei Kajakin damals noch so einen Rückstand, ich meine, es war im World Cup gegen Peter Svetler, wieder aufgeholt hat. Da haben auch schon, so weiß ich nicht, viele Svetler-Fans wahrscheinlich die Vuvuzela rausgeholt und gefeiert. Aber man sollte sich nie zu früh freuen. Er muss jetzt aber erstmal eine unfassbar schwierige Aufgabe erledigen und mit Schwarz gewinnen. Ja, und wir haben gerade schon am Ende der zweiten Partie gemutmaßt, was das vielleicht für die Eröffnungswahl bedeuten könnte. Wird er Russisch spielen? Erstmal auch, was Magnus spielen wird. Das ist ja auch interessant. Das ist ja auch noch nicht klar. Er hat ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte mich selbst zitieren von vor über einer Woche. Vielleicht holt Fabiano Caruana den Paulsen raus. Den Paulsen, Sizilianer, eine Waffe, die er häufig im Schnellschach gespielt hat. Ist ein sehr scharfer Sizilianer, sehr viel los auf dem Brett. Und der würde beginnen hier mit sowas wie E6. Und das, ja, mit sowas wie E6. Und bisher musste er sowas nicht spielen, hat es vermieden, mit Schwarz Ungleichgewichte zu erzeugen, hat immer seine wirklich sehr solide Variante mit Russisch gespielt, greift den Bauern zurück an, es kam schnell zum Abtausch. Ja, damit wäre Magnus sicherlich in dieser Partie zufrieden mit Russisch. Ja. Aber ich vermute fast, dass er nicht erstens E4 spielen wird, eben genau um Sizilianisch etc. aus dem Weg zu gehen. Was Ruhiges wie Springer, ja. F3 oder C4 wieder. C4 hat in der ersten Runde sehr gut geklappt. Die Spieler haben natürlich äußerst wenig Zeit, sich kurz mit ihren Sekundanten zu beraten, eventuelle Löcher in der Öffnung zu stopfen. Also eine kurze Rückfrage. Das Team wird sicherlich daran gearbeitet haben, zu sagen, was habe ich in Runde 1 falsch gemacht? Wieso habe ich verloren? Wie kann ich gegen diesen Aufbau mehr rausholen? Ja, und wo ist jetzt der Punkt? Wo bringen wir es zusammen? Es kann sein, dass Magnus wieder C4 spielt. Bisher, ich fand die Stellung nicht besonders scharf. Also kein großes Verlustrisiko mit erstens C4. Haben wir bisher gesehen. Also das war völlig solide. Da dürfte ihm nicht viel passieren. E4 in weiser Vorausschau, dass Fabiano wahrscheinlich hauptsächlich E5 und Russisch präpariert hat für dieses WM-Match, auch nicht so unwahrscheinlich. Mhm. Aber es ist Magnus. Er wird einfach das spielen, wonach ihm der Sinn steht. Das haben wir auch schon bei so vielen Turnieren gesehen. Er macht einfach, was er auch gerade im Moment für richtig hält und was er für richtig fühlt. E4, B6 zum Beispiel hat er mal gespielt. Also Nicht in einem WM-Match. Nee, aber das hat er gegen Pavel Eljanov gespielt beim Isle of Man Turnier 2017, wo ich auch vor Ort war. Und ich dachte, das ist ja also B6. Und er hat mit Schwarz, Pavel Eljanov ist ein so starker Spieler. Mhm. Und er hat ihn mit Schwarz auseinandergenommen mit erstens B6. Also Magnus, der typische Magnus zeichnet sich nicht in der Eröffnung aus und hat sich aber nicht durch Kreativität. Ja, genau. Ja, ja, und das Hauptvarianten vermeidet oder nicht so die Hauptvarianten spielt. Genau. Na, also der ist da völlig offen. Mal gucken. Bin gespannt. Ich tippe trotzdem auf C4. Wäre meine Vermutung und dann vielleicht auch wieder ohne Springer F3. Das würde die Varianten mit Läufer C5 umgehen, die man jetzt aber vielleicht nicht umgehen muss. Wenn man zurückschaut, es war guter Ausgleich mit dieser Läufer C5-Variante im Englischen, es war aber auch nicht mehr. Und gerade beim ersten Mal hat Magnus, hat er ja gar kein Risiko gehabt. Er hätte mit B5, wenn du dich erinnerst, vielleicht einen Vorteil bewahren können und danach, er war ja nie in Verlust, in Verlustgefahr, also C4, zumindest das, was
nach dem Lauf des Matches her das bequemste für ihn sein sollte. Ja, also er hat verschiedene Möglichkeiten. Wir können die Gelegenheit nochmal nutzen, bevor es gleich losgeht, uns nochmal bei euch zu bedanken, dass ihr dabei seid, dass ihr chattet, eure Meinung kundtut und dieses Match gemeinsam mit uns verfolgt. Wir hatten vorhin auch, ich schaue jetzt sind es kurz drunter, aber auf jeden Fall über 10.000 Live-Zuschauer. Das ist schon eine große Menge. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Wir freuen uns, wenn wir die Partien gemeinsam mit euch analysieren können. Ja. Und auch ein Riesendank geht natürlich an alle Premium-Mitglieder raus. Auch insbesondere an die, die schon lange Zeit Premium-Mitglieder sind. Im Moment natürlich unfassbare Aktionen, gerade für neue Kunden mit den 40%, die es Kannst heute wieder gibt. Kannst du direkt nochmal einblenden? Ja, oder? Aber auch da wirklich der Dank an all die Leute, die sozusagen die Bestandspremium-Mitglieder sind. Vielen Dank, dass ihr diese ganzen Übertragungen ja auch erst ermöglicht. Und ja, haben wir wem noch nicht gedankt? Nein, aber wir meinen das wirklich ernst. Wir sprechen ein pauschales also. Dankeschön aus auf jeden ja. Fall. So, wir sitzen jetzt hier schon so auf heißen Kohlen, wann wir gleich die Züge reinbekommen und die zwei loslegen. Ja. Wir können ja nochmal ganz kurz... Achso, was wolltest du gerade... Ich habe gestern einfach nur ein bisschen Recherche betrieben und will vielleicht den ein oder anderen Schachfreund vielleicht nochmal animieren, der computeraffin ist. Oh, jetzt ein bisschen spät. E4, C5 steht auf dem Brett. Ich wollte nur sagen, weil immer so viel von Sesse geredet wird. Der hat, glaube ich, um die 40, 50 Prozessoren A2 Gigahertz. Das ist gar nicht so viel. Das ist viel, aber mittlerweile kann man sich tatsächlich schon... als geschickter Hobbytechniker, ich würde sagen, für unter 5.000 Euro mit... Komm zum Punkt! Ich möchte, dass sich mehr Leute solche Supercomputer bauen und Schach analysieren. Ja, live. Zum Beispiel eine so spannende Paulsen-Partie, wie wir sie jetzt gleich sehen werden, wahrscheinlich. Upsala. Und du hast... C4. Das habe ich auch schon gespielt. Das ist nämlich genau das. Ich will keinen Paulsen, ich will keine scharfen Eröffnungen, ich mache E4. Und das ist, glaube ich, die... absolut richtige Wahl von Magnus, denn Paulsen ist ein super scharfer Sizilianer. Ja, kann es zumindest sein, ja. Habe ich ja auch selber jahrelang gespielt. So, zu Recht. Es kam ja. Springer C6, D4, nehmen. Na gut, aber jetzt mit diesem verzögerten D4, man kann D4 auch ganz rauslassen, jetzt ist das Ganze doch nicht so unscharf. Ja, das muss ich auch aus schwarzer Perspektive sagen, dass der Aufbau mit E4, C4 immer ein bisschen unangenehm ist, weil sich das halt ganz gut so gegen D5-Möglichkeiten, B5-Möglichkeiten etc. richtet. Aber das Ganze ist natürlich noch lange nicht vorbei und auch hier gibt es Varianten. Ja, ich habe das immer nicht gemocht mit Weiß. Jetzt auch noch. Immer, mit Weiß nicht? Ja, immer dieses, wenn Schwarzer mit Läufer B4 so, kommt und direkt 1000 gucken. Sachen droht. Also ich erinnere mich, Ich habe auch in Paulsen, ich habe da eine Partie verloren, mal bei einer deutschen Jugendmeisterschaft. Gegen mich? Das war so lästig. Ach nee, gegen mich hast du ganz schnell gewonnen. Naja, erzähl weiter. Ja, aber du hattest recht. Das war auch mit so einer Variante und dann frühes Läufer B4. Es kam jetzt aber Läufer C5 direkt von Fabian. Ja, im Unterschied zu zum Beispiel beschleunigten Drachen, wo Weiß ja auch ganz gerne sich mit Marocci-Aufbau dagegen stellt, hat man jetzt eben noch die Möglichkeit, den schwarzen Läufer direkt ins Spiel zu bringen. Das hat man beim beschleunigten Drachen nicht so gut. Deswegen kann man das hier direkt ausnutzen. Mhm. Mit hier. Läufer C5 erstmal den weißen Springer befragen. Jetzt die Frage Springer B3. Kommen, ja. Also Läufer E3, sowas ist, glaube ich... Sieht in dieser Konstellation gefährlich aus, ja. Nein, der Pfeil ist misslungen, aber ihr wisst, wo er hin sollte, auf den Punkt B2. Das ist wohl zu großes Risiko. Springer B3 sollte der Zug sein. Oder auch Springer C2 ist auch nicht ungewöhnlich. Den Springer irgendwie zurückziehen. Springer B3 macht aber Sinn, greift den Läufer an. Jetzt sollte der Läufer ziehen, entweder nach B4. Dann ist immer die Frage, okay, kann ich eine weiße Figur noch schlechter stellen durch dieses Schach? Beispielsweise hier Läufer D2, dass man jetzt erstmal abwartet, irgendwas anderes macht, eventuell auch den Läufer zurückzieht. Aber das sind alles jetzt, das wird sehr schnell unspektakulär und das ist eher nicht das, was Fabiano möchte. Mhm.
Aber wenn sich Weiß sperrt, dann kann man auch wenig machen. Ich glaube, das ist schon, das geht schon in die Richtung, wie Fabiano das braucht. Ich bin auch gespannt, wie sicher die beiden hier so in ihren Varianten sind. Also im Vergleich zu Normalos natürlich trotzdem, aber weil, wie du schon gesagt hast, das für die Normalschachpartien eher unwahrscheinlich war, dass das aufs Brett kommt. Mhm. Wie viel Vorbereitungszeit sie trotzdem investiert haben hier rein. Also sowohl Magnus, der wahrscheinlich in einer Normalschachpartie nicht mit Pausen gerechnet hätte und ja auch kaum zweimal E4 gespielt hat, ne? Zweimal? Mhm. Ja. Als auch Fabi, der das ja dann auch bewusst nicht gespielt hat, sich das aber vielleicht schon so für eventuelle Rückstände auch im Normalschach vielleicht rausgelegt hat. Ne? Hätte ja. ja auch sein können, dass ja. wir das in den 12 Partien schon zu Gesicht bekommen hätten, wenn Fabi da mal in Rückstand geraten wäre. Ja, ich denke auch. Das können wir uns einmal angucken, was das mit Dame H4 oder Dame B6 dann in beiden Fällen kommt. Vermutlich Dame E2 und jetzt im nächsten G3 Läufer G2, wenn die Dame auf H4 steht. Und wenn die Dame nach B6 geht, das greift jetzt zwar nur einen Bauern an, aber was nett ist, dass man die normale Entwicklung des Läufers etwas stört, weil der Punkt B2 angegriffen ist. Ich kann mir aber auch hier vorstellen, dass trotzdem zukommt wie Dame E2, dann G3, Läufer G2. Dame E2 sieht eigentlich gut aus. Und dann hat man auch immer noch Ideen mit B3, seinen Läufer nach B2 zu entwickeln. Also Magnus wird jetzt ein paar Drohungen vielleicht mal abwehren müssen, aber eigentlich sollte man das zusammenhalten. Also können, ja, ist halt noch das weit hin. Das ist klar, ja. Das kann man immer am Anfang. Ne? Aber eine Partie wird ja jetzt nicht nach den ersten 5 Zügen entschieden, sondern nimmt dann einen normalen Verlauf, wo irgendeine Seite in der Regel Vorteil erhält. Ob der dann ausreicht zum Sieg, ist dann immer noch eine Frage. Aber nur weil jetzt Schwarz noch keinen Vorteil hat nach 6 Zügen, heißt es ja nicht, dass Magnus hier das Remis schon in der Tasche hat. Ja. Was sonst noch interessant ist, ist... ich bin gerade gedanklich ganz woanders wegen einem Chatbeitrag, denn ich habe das natürlich nicht vergessen, aber in der Tat, ja. Also es wurde gefragt, ob wir bald unseren Hochzeitstag haben. ja, stimmt, das ist schon sehr bald soweit. Und das hat mich auch völlig aus dem Konzept gebracht. Aber was vielleicht immer Daten, die man nicht vergessen noch mehr sollte. Zum Thema passt, ist, dass Magnus bald seinen Geburtstag hat, nämlich am 30.11. Das stimmt. Wird er 28, so alt wie wir, und hat dann vielleicht nicht nur seinen Geburtstag, sondern noch ein bisschen mehr zu feiern. Aber das werden wir nach dieser Partie schon besser beurteilen können. Ja. Ich weiß jetzt auch wieder, was ich sagen wollte. Und zwar wollte ich alle nochmal darauf hinweisen, weil doch große Unklarheit herrscht, wo man die Pressekonferenzen verfolgen kann. Hier bei uns nicht. Aber World Chess, der Ausrichter dieser Weltmeisterschaft, überträgt die Pressekonferenzen über Facebook. Dort kann man das Live-Video verfolgen. Jetzt haben wir gleich mehrere Züge auf einmal bekommen. Also bei Facebook World Chess eingeben und dort wird es gestreamt. Da könnt ihr es alle verfolgen. Springer F6 ist gekommen, Springer C3 und jetzt Rochade. Okay, also kein übermäßig schneller Angriff auf den Punkt F2 und kein Angriff auf den Punkt B2. Und das nutzt Magnus auch aus, um hier diesen gefährlichen Angriff auf F2 rauszunehmen und den Abtausch dieser Läufer anzubieten. Ja, ist wahrscheinlich eine schlaue Wahl, das zu tun. Ja, also, obwohl Weiß dann mit seinem schlechten Läufer übrig bleibt. Also ich finde, der Läufer auf F1 sieht wie der schlechte Läufer aus. B6 kam. Ja, gut, ich denke, der ist aber nicht schlechter als sein Gegenpart. Der muss halt noch schauen, wo er irgendwann mal hinkommt. Er ist halt auch so ein bisschen, ich mache jetzt einfach mal Läufer E2. Wenn Weiß rochiert hat, Läufer B7 vielleicht noch kam, dann ist es irgendwann so, Schwarz kann ja nur in Vorteil geraten,
oder was erreichen, wenn er es schafft, D5 durchzusetzen. Und in diesem Moment, da ist der Läufer E2 halt der Wächter. Ne? Dass Schwarz sich nicht alles erlauben kann, weil dann kommt der Läufer stark über diese Diagonale zum Beispiel ins Spiel. Also noch gebe ich dir recht, nicht beeindruckend, gerade weil seine zwei am weitesten vorgezogenen Bauern sind die Farbe oder haben, stehen auf der Felderfarbe dieses Läufers. Das schränkt ihn natürlich enorm ein, aber er wacht darüber, dass Schwarz keine allzu aggressive Expansion im Zentrum starten kann. Läufer E2, Läufer B7 auch gespielt. Ja, beide machen normale Entwicklungszüge, lassen vielleicht auch dieses Läuferpaar C5 und E3 auch erstmal sich gegenüberstehen und abwarten. Keiner möchte vielleicht auch den ersten Schritt wagen, denn wenn Schwarz auf E3 nimmt, hilft der Weiß damit, dass der Springer direkt besser postiert wird. Wenn Weiß auf C5 nimmt, kann der Bauer in Zentrumsnähe schlagen. Also ist interessant hier zu nehmen, aber du sagst es, ne? Also mit E5 kriegt man hier schnell eine Figur rein, Ungleichgewicht. Okay, vielleicht kann man das auch ausnutzen mit Dame D6 irgendwann. Das ist nicht so klar. Deswegen Dame E7, damit das schon keine Option aber mehr ist. Aber Weiß ist doch dran, wollte ich gerade sagen, aber er hat rochiert. Achso, okay. Ja. Rochade, ja. Dame E7. Und Züge, ja, Schwarz wird wahrscheinlich seine Türme auf D8 und C8 postieren. Weiß. Ja, Weiß wird sowas wie A3, B4 machen, Dame D2, Türme auf die D-Linie, C-Linie, D-Linie, Läufer F3 vielleicht noch hinterher spielen, vielleicht auch mittels G3 den Läufer hier nochmal zurückbringen nach G2 und aufpassen, dass Schwarz nicht vernünftig zu D5 kommt. Aber auch B5 kann vielleicht mal eine Idee sein. Ich weiß nicht, ob man das so einfach durchsetzen kann. Zumindest so in den typischen Igelstellungen versucht man immer eins von beiden, entweder D5 oder B5. Hier ist natürlich eine besondere Situation, dadurch, dass der Läufer schon vor der Bauernkette steht, also nicht hinter D6 quasi auf E7 beispielsweise, sondern schon auf C5. Aber grundlegende Pläne werden sicherlich ähnlich sein. Und Turm D8, soweit nichts Überraschendes. Aber so langsam, also man kann auch irgendwann auf C5 nehmen, ne? Wenn man danach D5 verhindert. Also man sollte halt nicht zulassen, dass Schwarz so völlig überschwänglich nach vorne kommt, alles rausstellen kann, Springer nach D4 stellt und dahinter vielleicht noch irgendwas. Aber also so vom Prinzip her kann man sich das schon erlauben, den irgendwann zu nehmen. Ist jetzt nicht schlecht für Weiß. Es ist nur etwas mehr Risiko vielleicht, als die Struktur ja völlig ruhig zu lassen. Es wäre dann jetzt sowas wie Turm D1 wahrscheinlich. Kann D5 jetzt mal angucken, aber ich glaube es eigentlich nicht, dass da schon genug Power drauf ist, ja, um D5 zu spielen. Das sieht noch gut kontrolliert aus von Springer Weiß. Springer schlägt oder Bauer schlägt, ist glaube ich egal. Dann hat man erstmal einen soliden Mehrbauern, der auch nicht so schnell zurückzuerobern ist. Selbst Springer B4 funktioniert auch, oder kann man halt auch immer schlagen, ne? Ja, genau. Aber wahrscheinlich auch in Kombination mit Läufer C5, dann nimmt man gleich alles runter. Das ist nichts. Es kam auch Turm D1, aber Turm F nach D1. Die Frage, welchen Turm man nimmt, hängt immer davon ab, wo man perspektivisch den anderen gerne sieht. Wenn Magnus so einen Aufbau gewollt hätte, dann hätte er Turm AD1 gespielt. So einen Aufbau spricht, also Turm FD1 spricht eher dafür, dass dieser Turm nochmal nach C1 kommt. Ja, das ist ja immer so die Frage, wo die Türme am besten stehen. Also ja. C1, D1, E1, D1 oder C1, E1. Das ist immer alles möglich. Oder vielleicht auch mal, wenn man dann doch was am Damenflügel unternimmt, noch wo ganz anders. Ja, oder vielleicht auch, dass man sagt, okay, vielleicht mache ich auch mal Dame E1, Turm D2, verdoppel auf diese Art und Weise. Bring einfach meine Dame aus der Schusslinie. Denn die Zielsetzung von Magnus ist jetzt natürlich eine etwas andere. Er muss nicht irgendwie gewinnen. Er wird es angehen wie die 12. Runde. Kein Risiko, wenig Risiko und dann mal gucken, was geht. Und das ist gerade gegen Marocci-Strukturen dann unangenehm, wenn Weiß gar nicht aktiv auf, also aktiv vielleicht schon, aber nicht auf Teufel komm raus spielt. Denn normalerweise erhält der Schwarze dann häufig auch Gegenspiel, eben wenn Weiß schon Bauern nach vorne gebracht hat, Linien sich öffnen, sodass Schwarz dann irgendwann zurückschlagen kann. Aber so
alles vorbereiten und wenn Weiß nichts macht, dann irgendwie durchzubrechen, das ist extrem schwierig mit Schwarz, wenn Weiß einfach sich solide hinstellt und auch abwartet. Ja, so ist es. Aber Springer E5 ist auf jeden Fall schon mal ein Zug nach vorne. Strebt vielleicht nach G4, vielleicht auch der andere und dann kommt die Dame und dann setzt man matt. Der E4 ist auch konkret angegriffen. Vielleicht ist F3 eine Möglichkeit, um beides rauszunehmen. Vielleicht auch Läufer schlägt C5 wieder. Einfach sagen, okay, was soll's. Und dann F4 vielleicht sogar? F4 ist wirklich den Abtausch machen, ne? Also ich sage, ja, okay, was ist los? Willst du die Damen tauschen? Wir können gerne alles runtertauschen. Das wäre was man machen kann, weil der Turm deckt natürlich von hier E4. Wenn er vertrieben wird, das geht nur mit Springer C6, dann ist der E4 wieder ungedeckt. Und es kam Läufer C5 und BC. Und jetzt vielleicht F4. Jetzt ist der ja nicht gefesselt, oder? Oder meinst du, solche Züge werden wir hier gar nicht sehen? Aber ich finde es ja, also nur wenn man ein Remis braucht, heißt das ja nicht, dass, also wenn ein Remis ausreicht, heißt das ja nicht, dass man die komplette Partie keine Züge über die vierte Reihe, also keine Figuren über die vierte Reihe spielt. Ja, das stimmt. Das ist ja auch manchmal dann genau der Fehler, dass man dann zu zaghaft spielt und dann vielleicht eher noch verliert, als wenn man ganz normal auch mal ein bisschen aktiver spielt. Ja, ich denke auch, er sollte einfach relativ normal spielen, halt diesen Vorteil nutzen, dass Fabiano auf Krampf Abtäusche vermeiden möchte, die Stellung am Leben halten muss. Das ist schon Nachteil genug und es wird genug Varianten geben, wo Schwarz den zweitbesten Zug wählen muss, damit keine Vereinfachung stattfindet. So ist es und dementsprechend einfach normal. F4 ist, ich denke, das ist ein guter Vorschlag. F4 und danach muss der Springer schon wieder zurück und je nachdem, wo er sich entscheidet, Läufer F3 vielleicht hinterstellen oder auch mal E5 direkt machen, versuchen den Bauern auf D7 bereits schon festzulegen. Ja. Was gibt es für Alternativen, wenn man sich jetzt doch nicht für F4 entscheidet? F3 ist ja häufig in solchen Stellungen normal, aber immer mit dem schwarzfeldrigen Läufer. Ohne widerstrebt mir das etwas, den Bauern nach F3 auch noch auf Weiß zu stellen und zu dem weißen Läufer erstmal komplett die Luft abzuschnüren. Ja, gut. Da finde ich F4 schon deutlich harmonischer. Man kann ja zusehen, dass man in Zukunft dann irgendwann nochmal später F4 hinterher schiebt. Also ich denke, das wäre auch möglich. Auch der Läufer ist nicht so schlecht, weil spätestens, wenn dieser Läufer gut werden möchte, muss sich was öffnen mit D5 oder F5 oder ähnliches. Und dann bekommt er auch seine Diagonalen. Bis dahin kann man ihn auf F1 parken. Aber Magnus kennt heute noch keine Furcht. Allzu zackhaftes Spiel. F4, ja, sollte das konsequente Vorgehen sein. Springer G6 bleibt am König. Ja, ist und gekommen. Dame E3 ist auch gekommen. Ja, Läufer F3, Springer H4 wahrscheinlich etwas unangenehm. Das möchte man nicht haben, man möchte den Läufer nicht geben. Also Dame E3. D5 geht wieder nicht. Wegen E schlägt D5, nehme ich einfach mal an. Und wenn man jetzt wieder nimmt, gut, dann tauschen sich die Damen, dann tauscht sich hier der Bauer. Die Struktur für beide Seiten nicht perfekt, für Weiß denke ich noch ein klein bisschen angenehmer. Also das muss Magnus nicht fürchten, also kann er, was hat denn, also es kam jetzt schon so flott D6, okay. Und Turm D2 kam auch schon, also jetzt sind sie tatsächlich schon hier im Blitzmodus. Ja. Und nicht mehr im Schnellschachmodus. Mal schauen, ob sich einer gleich nochmal eine Denkpause gönnen wird. Für Weiß scheint es mir recht einfach zu sein, so die nächsten Züge Turm D1, dann vielleicht doch irgendwann mal Läufer F3, vielleicht mit Vorbereitung. Und dann Druck machen. Irgendwann droht dann vielleicht sogar schon mal E5. Schwarz könnte versuchen, die Schwachpunkte im weißen Lager anzugehen. Aber der E4 kann natürlich auch gut gedeckt werden. A6 richtet sich gegen Springer B5. Okay. Ja, Turm D1. Weiß lässt sich davon nicht beirren. Ja, spielt seine
Türme auf die halboffene Linie. Wenn man nicht weiß, was man tun soll, also jetzt auch so für die praktische Partie, sowas ist nie falsch, ne? Oder selten falsch, ja, die einfach dorthin zu stellen, wo sie gebraucht werden. Denn D5 ist zumindest im Moment der einzig potenzielle Durchbruch für Schwarz. Damit C7 gibt dem Durchbruch vielleicht noch ein bisschen mehr Kraft, wenn man dann hier auf F4 noch irgendwas Konkretes droht. Droht damit C7 sonst noch was? Ich glaube, das ist erstmal ein Zug. Ne? Ja, genau. Will vielleicht auch erstmal schauen, was Weiß jetzt so spielt. Im Chat hatten wir noch den Vorschlag, F5 zu spielen. Da wäre ich etwas vorsichtig mit, weil man dann dem Schwarzen das Feld E5 überlässt, was ich eigentlich gar nicht mehr hergeben möchte aus weißer Sicht. Ja. Ist natürlich alles noch kein Drama. Ja, aber das möchte aber man nicht haben. Aber es ist so eine schon Struktur. Ein Schritt, der eher Schwarz weiterhilft, glaube ich. Auch ja, so im Hinblick auf aktives Spiel, dann geht vielleicht doch mal D5 in Kombination mit Springer G4 oder so. Wer weiß, was dann noch für Motive drin sind. Ja. Das ist in ganz vielen Sizilianern der Fall. Wenn Weiß zu vorschnell F5 spielt, es ist häufig nicht viel rauszuholen aus diesem Punkt E6, der dann irgendwo scheinbar schwach sein soll. Und wenn Schwarz es schafft, eine Figur auf E5 zu parken, die steht dort äußerst angenehm. Magnus hat B3 gespielt, ein weiterer Sicherungszug, damit auf der B-Linie nichts anbrennt. Fabiano spielt sehr zügig H6, okay. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hier nochmal ein Manöver mit dem Springer irgendwie oder ein frühzeitiges Luftloch sein soll. Ja, oder auch erstmal, ja genau, hinstellen, langsam die Stellung verbessern, bevor man dann irgendwann, was auch immer, an aktiven Ideen auspackt. Mhm. Wie schaut es aus? D5 scheitert immer an, also um F4 dann schlagen zu können. Dafür muss ich ja was machen. Ich mache mal den, ja, weil das sieht nach einem passiven Zug aus, der nichts anbrennen lässt. Also völlig im Sinne von Magnus. Also es sieht verkehrt aus, ja, ne? Total. Aber wir müssen ja auch im Kopf haben, dass Fabi hier was riskieren sollte. Okay, Springer nehmen. Im Zweifel ganz viel tauschen. Wenn er Springer nimmt, dann nimmt der Bauer und Springer steckt F4, sollte an D6 scheitern. Und hier haben wir jetzt tatsächlich, der Läufer steht hier klasse, denn nach Dame C6, sonst hätten wir hier eine Mattdrohung. Wenn der Turm auf D2 nicht mehr, meinst du? Nein, der stand ja vorher. Ja, korrekt. Okay, geht auch nicht wirklich, aber dann gibt es auch einen Springer steckt E2 mit Zwischenschach. Also Läufer F1 sieht nach einem der Turniersituation angebrachten Zug aus, aber Magnus spielt G3. Ich weiß nicht. Gut, wahrscheinlich wird man es nicht bereuen, wenn man aufpasst. G3 deckt den F4, Turm D7 gespielt. Dann denke ich, wird es jetzt an der Zeit, den Läufer auch nach, ja, kam sofort, Läufer nach F3 zu spielen, um einer potenziellen Öffnung dieser Diagonale entgegenzuwirken und den König zu schützen. So, Turm E8. Aha. Ah, hier möchte nehmen und auf das Schlagen die Dame angreifen. Das ist natürlich geschickt. Ob das taktisch überhaupt geht, weiß ich nicht. Magnus geht kein Risiko ein und geht sofort nach F2. Kann man machen. Ja, geht aus der Gegenüberstellung und sagt sich, okay, ich muss hier nichts nach vorne unternehmen. Zeig du mir doch mal, was du hier für aktive Ideen hast. Dame nach G2 bringen. Einfach sagen, D5 wirst du nicht schaffen, lieber Fabiano. Ja, und das wird auch sehr, sehr schwer werden. Was hat man noch für Hebel? G5, sehr unrealistisch. H5, auch unrealistisch. Gut, vielleicht nicht unrealistisch, ja, also, aber... H5, H4 meine ich. Aber ja, also... auch nicht so unrealistisch, aber vielleicht auch nicht so gewinnbringend, ne? Ja, ja, nee, das ist Quatsch. Also, puh, aber gut, ich bin ja nicht in Fabianos Lage, gerade, dass ich zwanghaft diese Stellung, das ist sowieso immer sehr, sehr schwierig, wenn man unbedingt gewinnen muss und wenn klar ist, bei Remis habe ich so gut wie verloren, das bringt enorm viel extra Druck rein und diese vielen Züge, die eigentlich gut wären, also die objektiv angebracht wären, ne? Aber die Remisbreite einfach erhöhen, die darf man alle nicht mehr spielen. Springer E7. D5
der strebt nach C6 und dann nach D4, aber wenn man E5 macht, dann ist schon wieder alles zu. Oder so offen, dass sich alles auf der D-Linie tauscht, das will man eigentlich auch nicht haben. Nee, ich weiß auch nicht genau, ob das wirklich der Plan ist, den Springer nach D4 oder zu bringen. Oder er unterstützt einfach noch weiter D5. Was braucht man denn noch, um D5 durchzusetzen? Reicht das schon? Lass uns mal kurz überlegen, wenn König H1, oder irgendein Abwartezug. Also gut, der Turm könnte D8. Natürlich noch helfen. Jetzt irgendwas, machen wir mal so. D5. Also das Problem, was ich jetzt immer sehe, selbst wenn Schwarz oft genug drauf ist, also sprich nichts verlieren würde, es kann immer noch sowas wie E5 kommen, also selbst wenn er nichts verlieren würde, dann tauscht sich so viel ab und es bleibt ja kaum noch Material dann drauf. Also na gut, dann ist Weiß zumindest mit der Königsstellung im Nachteil. Also die weiße Königsstellung sieht anfälliger aus als die schwarze. Vielleicht könnte man da irgendwas versuchen. Aber es ist natürlich alles sehr hypothetisch. Aber also so oder so ist klar, wenn Weiß keinen Fehler macht, dann wird Schwarz nicht gewinnen können. Aber die Frage ist halt, wie kann man es irgendwie schaffen, Fehler zu provozieren und vielleicht eine Stellung herbeizuführen, wo eher auch Fehler möglich und dann auch entscheidend sind. Ja, das ist jetzt die große Kunst, die Fabiano betreiben muss. Aber wenn es ihm gelingt, dann... Dann ist wieder alles offen, wie auch Schelling sagt. Denn in der letzten Partie mit Fabi Weiß kann alles passieren, ne? Ja. Also, und gerade auch psychologisch ist das dann natürlich für Magnus auch nochmal schwieriger, wenn er eigentlich den Gewinn schon in der Tasche sah. Und dann auf einmal guckt er in die Tasche und die ist leer. Oder zumindest nicht mehr so gefüllt wie vorher. Ah, das kam auch. Und ich wollte auch gerade noch vorschlagen, H3 statt H4, deswegen hatte ich ihn einmal zurückgezogen. Und das hat Magnus auch gemacht. Er hat nämlich dein Rufen gehört, der König sei zu offen. Aber er hat deinen Rufen nicht gehört und ist nicht mit der Dame, sondern mit dem Läufer nach G2 gegangen. Gut, das bringt dann hier auch Solidität rein. Und jetzt D5 immer noch nicht möglich. Wir müssen das einfach in jedem Zug prüfen. Irgendwann muss es doch mal gehen, vor allen Dingen, wenn jetzt die Dame nicht zur Unterstützung kommt. Okay, was soll passieren, wenn ich alles rausknüpple? Ich ist in dem Fall schwarz. Nee, weiß. Ach ist so. Ich. Ich nehme D5 einfach raus. Nehme ich mit schwarz auch alles raus. Im Springer zuerst. Ich nehme das einfach weg. Guck mal, was passiert. Springer schlägt? Ja, tauscht sich leider alles ab, ne? Und würde ich jetzt auch noch. Also, ich riskiere es einfach mal auf die Gefahren, was einzustellen, aber es sieht so aus, als würde das einfach nur zum brachialen Abtausch allen Materials führen und damit ist Fabiano nicht geholfen. Nee, das heißt aber, wenn D5 eigentlich gar nicht so ein zufriedenstellender Plan ist, was dann? Springer dann. C6 ist die Antwort. Da muss man aber natürlich noch was machen, bevor man hier Springer D4 machen kann. Vielleicht kann man auch Springer B4 ziehen, aber das sieht auch nicht. Oder A5, A4 in irgendeiner Konstellation geht nie, ne? Vielleicht A5, Springer B4, aber selbst dann könnte Weiß auch flexibel damit reagieren, Springer E3 zu machen. Weil in einer anderen Welt, wenn ich es schaffe, A5, A4 zu spielen und dann Weiß nicht schlagen kann. Ja. Wenn ich dann auf B3 nehme, hätte ich ja zumindest einen Schwachpunkt, auf den ich dann in der Folge mich stürzen könnte. Ja, aber auch nach A5, dann ist auch ganz schnell immer ein Springer zu Besuch auf B5. Ich habe jetzt bewusst den von C2 genommen. Vielleicht geht auch direkt Springer B5 und dann hier gleich ein Einschlag in Kombination mit E5. Ich glaube, wir müssen einfach abwarten, was Fabiano als Gewinnversuch anstreben möchte. Einen einfachen Weg gibt es natürlich nicht, hier jetzt mit Schwarz Vorteil zu erlangen. Ne? Denn der Standardplan ist ganz klar D5. Um Ausgleich oder zu vereinfachen, aber das reicht hier ja nicht in dieser Partie. Nee. In manchen Konstellationen, aber das ist auch eher, wenn noch die schwarzfeldrigen Läufer da sind und Schwarz so eine Batterie mit Dame und Läufer hat, dann ist G5 auch mal ein Plan. Aber hier
ist das, glaube ich, nicht realisierbar. Da müsste man schon ganz viel umgruppieren. Dame A5. Es kam G4. Ach so, oh, das ja. sind so die kleinen G4. Züge, die habe ich auf diesem Minibird gar nicht gesehen. G4, ja, aber also man hat hier den Platz zu expandieren. Mhm. Finde ich gut, dass er das macht, obwohl er nur ein Remis braucht. Einfach ein bisschen nach vorne gehen. Dame A5 greift hier an. Also, ob Dame G3 möglich ist, von der Seite zu decken. Man versucht es in der Regel zu vermeiden, weil gerade wenn Figuren durch die Dame gedeckt werden oder auch durch andere Figuren statt Bauern, dann ist das immer so eine Sache, dann sind taktische Möglichkeiten nicht mehr weit. Ne? Mhm. Also vielleicht ist es besser, hier den Springer zu ziehen, zum Beispiel nach A4, verhindert D5 auch, weil man dann Dame C5 hätte. Und ja, der kam auch. Da stand er ja auch schon heute in der ersten Partie und hat da seinen Job erledigt. Da hatte er noch die Funktion, den B2 Bauern zu decken, aber auch hier auf A4 alles im grünen Bereich. Jetzt könnten auch mal Springer C5 Motive in der Luft liegen. Ja. In Kombination mit G5, wenn man den Springer vertreibt und ihn von der Deckung des D7 Turms erlöst. Den Springer erlösen von seiner Aufgabe, ja. Das stimmt in der Tat. Das ist eine Drohung, mit der Schwarz jetzt umgehen muss. Also eventuell kann man es auch über sich ergehen lassen und sagen, ich weiß nicht, nee, Springer schlägt C5 ist zu brachial. Ja. Selbst wenn dann Springer H7 kommt nach dem Abtausch auf G5, man hier einen Bauern kriegt, Springer C5 ist zu brutal. Der Turm hängt ja, der Läufer ist angegriffen, der D6 geht dann gleich verloren. Wir können ja einmal kurz eine Variante zeigen, damit wir das auch mal auf dem Brett hatten, weil das wird in der Partie sicherlich nicht passieren. So, jetzt Springer... Ja, H7. Ah, E8 ist vielleicht noch ganz schlau. Das verliert nämlich nur einen Bauern. Ach, weil man jetzt den D6 noch gedeckt hat, quasi. Ja. Aber ich habe jetzt auch gerade große Kunst, den Nullzug von Schwarz. Läufer 8 ist natürlich gar nicht so ein Nullzug, weil er aus dieser Fesselung rausgeht. Wenn Schwarz jetzt wirklich nicht aufpasst, dann ist G5 schon mit einem absoluten... Ja, absoluter Zerstörung hier. Ja. Auf D7. Man kann ja alles auch stehen lassen. Das ist fatal. Nee, das darf Schwarz auf gar keinen Fall zulassen. Wahrscheinlich auch sowas noch hinterher, ne? G6, hier droht was und wenn er nicht genommen wird, dann besucht die Dame. Ja, ist dann schon bald matt. Ja. Was kann Schwarz dagegen unternehmen? Kann den Turm decken. Mit der Dame oder mit dem Läufer. Hat er auch irgendwas, was nicht so katastrophal aussieht? Was ist eigentlich hier mit E5? Dann kommt jetzt bin ich ja gerade völlig... Ah, man hat hier vielleicht noch... Ah, weil die Dame noch mit auf den D2 schielt, kann man sich erlauben, den zu nehmen, obwohl der C6 hängt. Ach so, ja, weil ich weiß jetzt erstmal um den Turm kümmern muss und wenn man da alles raustauscht, jetzt hängt der D1, dann deckt der Läufer plötzlich den Springer wieder und das wäre doch vielleicht eine Stellung, wo zumindest noch mal ein bisschen Ungleichgewicht und auch Rechenkünste erforderlich sind. Offener König, da ist was drin. Ja. Wie haben wir das jetzt gerade geschafft? Wir haben freiwillig von Weiß E5 gespielt an der einen oder anderen. Genau, nach Läufer C8 haben wir E5 gespielt, weil E5 greift natürlich auf den ersten Blick zwei Figuren an. Es geht taktisch gerade so nicht auf, weil nach D5 der Turm hier zu häufig angegriffen ist, weil die Dame gerade mal zufällig gut postiert ist. Mhm. Aber bedeutet das, dass wir Fabiano wirklich Läufer C8 empfehlen? Ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Zug ist, den ich jetzt irgendwie so sagen würde. Ja, Fabiano, mach den mal, der ist gut. Wir wurden gerade gefragt, ob wir aus den Partien auch was für unser eigenes Spiel mitnehmen. Ich würde das definitiv mit Ja beantworten. Klar. Also die zwei haben sehr, sehr gutes Schach gezeigt. Alle 12 Partien waren hochwertig. Es gab interessante Ideen, mal mit B5, mal am Königsflügel, also wirklich viele
ja. Motive, die man sonst vielleicht auch noch nicht so gesehen hat und auch generell so die Partieführung. Auch endspielmäßig haben wir heute auch was gelernt. Gut. Ja, also auf jeden Fall hat man, glaube ich, gelernt, wie schwierig Turmendspiele ist. Ja, und auch das mit dem Zwischenschach. Also das ist was, glaube ich, was man zwar kennt natürlich, aber auch, dass man das dann immer auch aus Verteidigersicht prüft, hat heute die erste Schnellschachpartie gezeigt. Wir haben damit C7 auf dem Brett. Ja, und jetzt könnte Magnus natürlich völlig entspannt zu Springer C3 greifen. Er kann natürlich aber auch gucken, hat Fabiano vielleicht noch was Besseres auf... hat er noch einen besseren Zug auf Lager? Wie zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, einfach mal beispielhaft G5 oder F5 oder sonst was. Ich würde aber, glaube ich, Springer C3 machen, also warum nicht? Schwarz muss ja zeigen, was er noch auf Lager hat. Und ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie Weiß hier auch am bequemsten noch den vollen Punkt bekommt, indem er einfach sagt, ja, Fabiano, du musst E5. Mhm. Okay, da hat er wohl einen Abtausch gewittert. Ja, aber Fabi hat auch ein Tempo rausgeschlagen. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass sich Magnus darauf einlässt. Aber gut, wir beschweren uns nicht. Okay, wenn hier getauscht wird, sagen wir mal, es wird nochmal getauscht. E4, Springer B7, Dame B7. War das nicht so eine ähnliche Stellung, wo ich gesagt hatte, hier kommt nochmal ein bisschen Chancen rein? Einfach dadurch, also ist natürlich immer noch im Ausgleich, ne? Aber zumindest gibt es jetzt eine Ungleichverteilung der Bauern und auch der Figuren. Und das ist mittlerweile die Stellung, der Abtausch auf D2 kam. Läufer zieht jetzt oder ich würde schlägt F4 erwarten, möglichst großes Ungleichgewicht schaffen. Das ist das Einzige, was Fabiano hier hilft. Berechtigte Frage aus dem Chat. Warum E5? Ich denke mal, dass Magnus sich hier recht sicher war, dass er in diesem Endspiel, was entsteht, dass er keine Probleme haben wird und dass das keine großen Chancen für Schwarz parat hält. Aber er hätte es nicht spielen müssen. Nee. Läufer A8 kam. Nicht wegen Dame B6. Mhm. Da muss Weiß Obacht geben. Also, wahrscheinlich nehmen. So, dann hängt der Läufer auf A8. Stört uns das gar nicht? Naja, der hängt auch, aber mäßig, ne? Ich wollte gerade Springer F3 spielen. Das sind immer die gefährlichen Figuren, die so weit wegstehen. So dass man deren Wirkung gar nicht mehr sieht. Aber also, es ist immer Risiko, mit so einem offenen König zu spielen. Das muss man einfach sagen. Aber ob es besser geht für Weiß hier, also vielleicht kann er auch G5 spielen. Möglichkeiten gibt es viele. Ja, hier gibt es tatsächlich also nicht nur ein Figurenverbesserungsmanöver, sondern auch konkrete Varianten, die man berechnen muss. Ja, aber er hat genommen. Und also G5 kann man in der Turnierpartie auch berechnen, wenn man viel Zeit hat und Muße, aber das sieht sehr gefährlich aus, auch so Züge wie Springer H5, dann der droht hier reinzukommen. Es ist sehr, sehr gefährlich so zu spielen, jetzt auch noch hier was aufzureißen. Oder auch mal Dame A7 oder Dame B6 liegen ja auch in der Luft. Ja. Genau. Ja, was haben wir gesagt, dass der Springer nimmt, oder? War noch so am... Dame nimmt es auch okay. Ja, also ich habe da gar keine klare Meinung. Ich finde, beides hält eigentlich die Spannung auf dem Brett, aber auch nicht übermäßig. Also bei beiden gibt es noch Varianten, die irgendwie Ungleichgewichte herbeiführen, kritisch werden könnten. Jetzt aber nicht müssen. Kommt man nicht zurück. Und jetzt fühlt sich der König vielleicht ein klein bisschen sicherer an, wenn man... den Springer in der Nähe hat. Mhm. Mhm. Der Springer ist ja auch der beste Freund des Königs. Mhm. Ja, Nico lernt nämlich nicht nur was aus den Partien, sondern auch von meinen Kommentierungen. Ja. Schon allein die Zählmethode, die du... Ja, wie man in Bauernendspielen zählt... Da kann man natürlich so und so vorgehen. Ja, es ist
Ich finde es mutig von Magnus, hier mit E5 vorzupreschen, was nicht sein muss, weil das öffnet den König wirklich extrem. Er hätte hier auch sagen können, Springer C3, die Stellung hatten wir schon mal, zeig mal, was du machen möchtest. Mhm. Okay, hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ich bin bereit, mit einem offenen König zu spielen. Sowas würde ich eher mit Weiß spielen, wenn ich gewinnen möchte. Mhm. Weil ich habe die entfernten Bauern und muss das natürlich genau timen, die nach vorne zu bringen. Im Vergleich zu meinem offenen König, der jetzt sehr viel Luft hat, ein bisschen mehr Luft, als ihm eigentlich gut tut. Kann sich auch mal eine Erkältung fangen, wenn die schwarzen Figuren da reinkommen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch lobenswert, dass man unabhängig vom Ergebnis agiert, quasi. Also vom bisherigen Ergebnis, so rum gesagt. Dass man auch, wenn man nur ein Remis braucht, trotzdem so spielt, wie man es jetzt auch in einer ganz normalen anderen Turnierpartie spielen würde. Natürlich ist eine Match-Situation immer was Besonderes. Da muss man immer das ganze Match im Blick haben. Aber ich glaube, Magnus hätte in einer Turnierpartie mit langer Bedenkzeit vielleicht auch E5 gespielt und nicht gewartet, was Schwarz macht. Und dann. Ich weiß nicht. Ich glaube, E5 war nicht unbedingt der brachialste Gewinnversuch. Sondern nee, es geht ja auch nicht um Gewinnversuch, sondern einfach um Züge, die einem so logisch erscheinen. Wir haben jetzt Dame E5 gespielt von Schwarz. Ja, Springer A6 oder Springer D3 sind die Hauptzüge. Was war nochmal nach Springer A6? Der sieht ja schon eher risikofreudig aus. Nö, den hatten wir noch nicht, aus. Aber so. Den Springer weiter weg von seinem eigenen König zu bringen, ja, du sagst, das sieht risikofreudig aus. Und das ist so eine, wirklich, es gibt Stellungen, die möchte ich mit keiner Farbe spielen und die gehört definitiv dazu. Ach so, ich würde die mit beiden spielen wollen. Nee. Ach Gott, das ist so eine Qual. Du kannst einfach jeden Zug was einstellen, es sind so dubiose Drohungen. Du kannst jeden Zug was gewinnen. Ah, ja, nee. Aber ich glaube, wir sind d'accord, dass das sehr zweischneidig ist und man da schnell mal in den Abgrund treten kann mit beiden Farben, und das ist sicherlich was, worüber sich Fabi freuen würde, einfach weil es eben nochmal Spannung und Fehleranfälligkeit in die Stellung bringt. Ja, vielleicht kann man auch die Damen noch tauschen hier. Ist das irgendwie eine Möglichkeit oder kann die gleich hier hinten reinflutschen und schon mal den ersten Bauern attackieren, vielleicht mal auf der Grundreihe stören, den Springer angreifen? Das meine ich halt, das ist so super schwierig, so eine Stellung. Ja, auch egal wie viele Bauern man hier mehr hat, mit einem offenen König zu spielen ist immer extrem anstrengend auch, weil man in jedem Zug gegnerische Drohungen gegen seinen König richtig wahrnehmen muss, einschätzen muss. Sehr, sehr schwierige und komplexe Stellung hier. Also Springer D3 gefällt mir, glaube ich, noch am besten als solider Rückzug. Diese Felder sind jetzt alle kontrolliert, sodass die Dame nicht einsteigen kann. Also wird sie sich was sie den Rückwärtsgang einlegen müssen. G3? Ich. Sieht nur aktiv aus, ist es ja, gar nicht. Ja, Dame so, ne? E3 zur Not dann. Jetzt kommt man hier schön raus. Können noch mal einen Blick auf die Zeiten werfen. Scheint so, als ob Magnus bisher etwas mehr Zeit verbraucht hat. Mal schauen, ob sich das gleich aktualisiert. Springer D7. Ist ein Vorschlag aus dem Chat gerade gewesen, von Chess8924, Springer D7 zu spielen. Ja, auch sowas, das ist halt extrem schwer, gerade schon wieder, wenn er genommen wird, Dame D7. Noch sieht es so aus, als wären alle kritischen Felder unter Kontrolle. Aber E2, achso, C6 hängt. Ja, C6 hängt auch, das kann man natürlich spielen dann, aber auch Dame C8, E8 und das nehmen, nicht D8. Ja, Springer D7 in der Ausgangsstellung. Könnte es natürlich forcieren, wie wären solche lästigen Züge wie... Oh, und er kam. Ja, deswegen hat Magnus ja auch so lange überlegt, völlig zu Recht. Ne? So ein Zug muss man genau planen. Ja, wohl bedenken, Dame B2 A Tempo.
Und jetzt sieht Dame D6. Also Dame D6 sieht aus, also interessant aus, weil Dame schlägt C2 ins Dauerschach, oder? Sofortige Remis läuft. Denn König G6 geht nicht wegen Läufer E4 Schach. Ja. Nochmal eine hübsches schöne Motiv. Fesselung, bevor er abhaut. Und wenn genommen wird, dann, ja, dann kann Magnus sich feiern, ihr das Dauerschach geben. Also Dame D6, wenn jetzt auf D7 geschlagen wird, dann könnte man wieder nehmen. So, jetzt hängt ein Springer. Man kann aber auch vorher auf C1 Schach geben vielleicht, oder? Bringt das was? Ja, wenn das was bringt. Mit der Idee, den Läufer zu fesseln, dass zumindest nicht Läufer schlägt C6 Schach geht, aber man möchte eh den Läufer haben, habe ich das Gefühl. Und ja, gar nicht den Springer. Und dann auch auf dieser Diagonale gleich die Damen tauschen. Oh, ja. Ja. Also, wir sind gerade im absolut spannendsten Moment dieser Partie. Und Dame D6 ist gespielt von Magnus. Ja. Das ist diese, also, manchmal haut er solche brachialen Züge innerhalb weniger Minuten raus. Das ist unfassbar. Brachial ist irgendwie dein Lieblingswort bei dieser WM, habe ich das Gefühl. Weil es mit Kavum kommt. Ja, also, gefällt mir auch gut, wie Magnus die Partie spielt. Generell die Partien heute hat Magnus sehr dominiert, muss man sagen, was sich ja auch im Ergebnis widerspiegelt. Fabi hat in dieser Partie bisher auch gut gespielt, kann man nicht sagen, aber es ist natürlich super schwierig mit der Matchsituation im Hinterkopf. Ja, ja, nach Dame D6 sieht es so aus, als ob es gleich eigentlich vereinfacht. Man kann gar nicht Dame F8 verhindern, oder? Na, nur mit Springer schlägt D7. Oder Springer H7, dann ist man wahrscheinlich gleich matt. Ja, also Springer schlägt D7, aber danach drohen ja auch wieder. Also dann hat man das Ganze ja nur hinausgezögert und nicht verhindert. Ja, also eventuell denkt Fabiano auch schon drüber nach, hier praktisch das Match aufzugeben mit Dame schlägt C2, denn hier gibt es immer mindestens das Dauerschach für Weiß. Aber gut, mit diesem Gedanken, den wird er wahrscheinlich, oder sollte er sich schnell wieder aus dem Kopf schlagen und kreativ werden. So einen richtigen Vorschlag haben wir nicht für ihn. Nee, weil objektiv ist hier halt nichts rauszuholen, aber auch mit diesem offenen König, dass er seine Dame in Stellung bringt gegen den schwarzen König, das zeugt von Selbstbewusstsein, ne? Dass er sich da echt sicher ist, dass da nichts passiert. Er lässt seine Figuren, seinen Bauern hier hinten, er lässt das hängen, sein König ist relativ offen und attackierbar. Es kommt Springer, schlägt D7. Mhm. Und auch diese Sicherheit, ne, dass man Figuren hängen lässt, ja, weil man mehrzügig auch gegnerische gewinnt. Das beeindruckt mich schon. Ja, jetzt hängt der C6, es hängt indirekt der A8, also indirekt heißt mit Schach, quasi mit einem Zwischenschach. Und das wäre wahrscheinlich auch das, was Magnus spielen würde, wenn man jetzt Läufer ja, schlägt, kam. C6, achso, haben wir ja schon auf dem Brett. Und jetzt würde Dame E4 drohen, also sollte Schwarz mindestens einen Schach einstreuen, aber auch hier, ich bin gar nicht sicher, wo soll denn der Springer eigentlich hin? Dass ja, man nicht, damit er nicht gleich hängt, wenn ja, dann vielleicht nach schon B4, ja. Aber wenn man hier jetzt noch drei Züge Zeit bekommt, vielleicht könnte es dann gefährlich werden. Normal Springer D3, Springer F4 oder E1. Ja, aber auch sowas wie Dame F3, dann sehe ich jetzt nicht so viel. Droht direkt was. Aber schauen wir mal. Dame D1 Schach erstmal gespielt. König H2 steht auch schon. Ja, was sonst? Jetzt kann man natürlich zu Springer D4 greifen, ohne was einzustellen, aber auch hier, wenn man das mit Schwarz, also Fabiano wird es überziehen müssen. Ja. Dame D6, König H1, gut, der Springer ist immer noch angegriffen, muss immer noch ziehen. Mhm. Man kann jetzt natürlich nochmal Dame D1 spielen, ohne dass es direkt Remis ist. Ja. Aber es kam direkt Springer D4. So, und jetzt, wie geht's weiter? Man könnte versuchen. Achso, Dame D6 hatte auch
den Hintergrund, den A6 zu decken. Ja. Ein bisschen Sicherheit in den König reinzubringen, aber Dame E4, ja. Die Dame kommt zurück, es wird verhindert, dass der Springer nach E2 kommt, weil Springer auf E2 in Kombination mit Dame D1 wäre sehr unangenehm. Also Dame E4, jetzt ja, F5 oder ein Königszug oder G6. Ne, man muss F5 machen. Also runterzuziehen, das wäre ja nur eine Zugwiederholung. Mhm. Und G6 ist auch noch denkbar. G6 oder F5 sollten es hier für Fabiano sein. F5 sieht erstmal aktiver aus, aber tauscht natürlich, zumindest wenn Weiß möchte, auch wenn Weiß nicht möchte, ein Bauernpaar. Hm. Aber da ist noch was drin. Also Springer gegen also Läufer. Also abschreiben, genau. Darf man die Partie noch nicht. Die Bauern sind völlig ungleich verteilt. Schlägt. Jetzt erwarten wir wahrscheinlich E schlägt, oder? Oder möchte man sich den Bauern auf der E-Linie behalten? Und möchte schlägt, man den Springer Richtung König bringen? Es droht aktuell noch nichts, weil er gefesselt ist, aber könnte mal eine Drohung sein. Ja, aber ist das ein Trick, der wirklich ausreichend störend ist? Aktuell noch nicht, ne? Also da müsste Schwarz ja auch, was müsste er denn da noch unternehmen? Irgendwie G6 spielen, weil auf König, auf die Grundreihe kann Weiß immer wieder Schach geben. Also das wird schwierig sein, auch für Fabi dann überhaupt da Drohungen aufzustellen und den E-Bauern nach vorne zu bringen. Mhm. Ist auch nicht so einfach, da über die weißen Felder drüber zu kommen. Nee, also vielleicht kann man sich auch so hinstellen. Sieht erstmal komisch aus, ja, aber ja, dann, sehr dann komisch gibst aus. Du halt deinen Schach. Und jetzt? Der hängt. Also das ist halt sehr taktisch, das muss man immer durchrechnen. Aber hier, Springer E2, oh, dann wieder zurück. Ich glaube, das funktioniert so. Aber wir haben E schlägt F gespielt. Den bekommt man einfacher nach vorne, glaube ich, oder? Naja, je weiter man den nach vorne schiebt, desto unsicherer wird der König auf H7. Also Dame E3 kam, provoziert quasi auch F4. Den man aber im Gewinnsinne, glaube ich, gar nicht machen darf. Nee, nach F4 sieht mir das schon sehr nach Dauerschach aus. Nach G6, Dame B7 ja. Schach. Da müsste man irgendwie nach F6 rauslaufen. Das und dann wäre eine schöne Reise. Vielleicht geht's. Ja, vielleicht kann man das probieren. Aber das ist nicht so wahrscheinlich, dass das funktioniert. Das ist jetzt einfach nur abgeschätzt. Ja, also das wäre ja aber so der aktive Plan, oder? Wenn man es schafft, F5, F4 vielleicht noch, also F4, F3, so rum, durchzusetzen. Frage ist, ob man dafür noch Hilfe braucht und den G-Bauern vorschiebt oder den H-Bauern, damit man da ein Feld mehr Luftloch für den König hat. Aber hier sehe ich schon fast, dass es einfacher ist für Schwarz, Gewinnversuche zu unternehmen, oder? Es dauert halt nicht so lange, dann ist Weiß auch sehr am Nerven. B4, gefolgt von C5. Und dann auf C6 schon fast. Und im Moment ist es sehr harmonisch mit Springer und Dame. Das kann sich aber ändern, wenn Weiß auf einmal anfängt zu stören. Springer E6 kam mit der Idee, vielleicht Springer F4 zu spielen. B4 sofort, nutzt wieder aus, dass die Dame den Springer auf E6 genauso decken muss wie auf D4 und nicht auf B4 nehmen kann. Ich denke, das ist das Richtige, dass Magnus jetzt Druck macht, seine Bauern nach vorne schiebt, damit Schwarz nicht völlig nach Belieben am Königsflügel agieren kann, sondern da dann immer noch mehr Gefahr reinkommt. Tja, was bringt das hier mit Springer F4? Ich würde einfach mal, also ich glaube, mehr als ein Dauerschach ist nicht drin, ne? Selbst Springer E2, man hat ja alles unter Kontrolle, wenn jetzt die Dame auf, wo könnte sie stehen, damit sie im nächsten Matt ist, auf A8 steht, die Weiße. Was? Ich überlege gerade, in welcher Konstellation Springer E2 gefährlich wäre für Weiß. Achso, wenn die Dame, die müsste so stehen, dass sie nicht nach E3 käme. Oh, hier ja, so. Oder ja, irgendwo auf jeden Fall zu weit weg. Ja. Springer G5 stattdessen gekommen. Was droht der? F4? Mm-hmm. Ja,
R, vermutlich F4. Achso, und dann hat man erstmal keinen Schach, zumindest nicht mit der Dame. Genau. Aber weil D3 und E4 kontrolliert sind, genau. Mhm. Und wenn man dann direkt noch F3 hinterher schieben könnte und Weiß nicht schlagen könnte, dann wäre es gut. C5, Dame, F6 gespielt. Ja, und so langsam. Ja. Na gut, vielleicht sagt Fabi sich auch, ist egal, weil wenn der durchläuft, dann ist auch wurscht. Ich muss irgendwie matt setzen. Schwierige Aufgabe. Hm. Wie macht Weiß weiter? Muss man irgendwie sich gegen F4 richten oder hat man nach F4 denn eh immer jetzt wieder da mit D3 Schach? Achso, wir haben ein bisschen mehr Züge auf dem Brett. C6 und Springer E6 bereits. Um C7 zu verhindern, gehe ich davon aus. Aber der schwarze Plan ist super schwierig hier umzusetzen. Und es sieht schon so aus, als ob Magnus vielleicht auch noch die dritte Partie gewinnen könnte. Hm. Ja. Was dann natürlich nicht zwangsläufig mit Können verbunden ist, aber bei normalem Verlauf vielleicht auch anders ausgegangen wäre, vielleicht dem geschuldet ist, dass Fabi hier eben übermäßig Risiko eingehen muss. Ja. Wow. Aber es ist wie die vierte Partie 2016 gegen Sergej. Also es ist halt so eine undankbare Situation, wenn man mit Schwarz gewinnen muss, dann und jedem Remisweg aus dem Weg geht. Ja, also das muss man einfach berücksichtigen. Wir wissen nicht, wie die Partie sonst ausgegangen wäre. Ja, aber jetzt sieht es so aus, als ob Gewinnchancen für Schwarz meilenweit entfernt sind. Auch hier, also was macht denn Schwarz jetzt noch? Dame F7? Springer E6 kam. Ach, wieder zurück. Okay. Es kann natürlich sein, dass Magnus hier noch das Gnadenremis anbietet mit Dame E3. So wie bisher der Verlauf der Partie war und so wie auch die Stellung ist, gehe ich nicht davon aus, Dame D6 beispielsweise sieht für mich sehr stark aus. Das verhindert auch erstmal ein Ziehen des Springers, weil Damentausch kann sich Schwarz jetzt hier auf gar keinen Fall mehr erlauben. Man könnte höchstens nach Dame D6 überlegen, ob man erst... Ach, der kam auch, ja. Ob man erst einen Schach auf A1 noch gibt und dann irgendwie den Springer zieht, aber wohin? Und der droht ja auch nicht. Also selbst wenn man jetzt hier Dame A1, um jetzt hier wieder irgendeinen Springerzug machen zu können, der Bauer läuft durch und Springer F3 ist keine Drohung. Springer E2 wäre zwar mit einer Drohung verbunden, aber das kann Weiß dann immer gut neutralisieren. Mhm. Also hier ist nach C7 vorbei. Jetzt bin ich in die falsche Partie gesprungen. So, die Stellung haben wir auf dem Brett. Ja. Und einige sagen schon, vielleicht wird Magnus hier Remis bieten. Na, das glaube ich nicht. Nein, ich denke das auch. Würde nicht dem entsprechen, was er auch in dieser Partie gezeigt hat. Er hat ja auch gar nicht so sehr auf Remis gespielt. Natürlich schon... wahrscheinlich versucht, Risiko zu vermeiden, aber trotzdem auch Varianten gewählt, die vielleicht im Vergleich zu anderen Zügen doch ein bisschen mehr Ungleichgewicht noch reingebracht haben. Also jetzt nicht auf Teufel komm raus alles vermieden, was irgendwie nochmal spannend werden könnte. Habe ich nicht die Variante gerade aufs Brett gestellt D4 und habe gesagt, dass nach C7 vorbei ist. Gut, dann muss man natürlich noch Springer E2 einmal kurz betrachten. Na gut, aber jetzt müsste man doch... Ja, aber ich glaube, zack, nach Dame C5. Und man droht Dame schlägt F5. Und man droht C8. Also C7 kam. Und sehr viele Leute im Chat verabschieden sich schon. Ja, macht's gut. Wir bleiben noch kurz da. Ja, ja. Also, ja, aber ich denke auch, dass es hier gleich vorbei sein wird. Und Dame C1 hängt der D4. Damit der D4 hängt ja immer, man kann ja immer C8 spielen und die damit dann ablenken und den Springer schlagen. Also vielleicht gibt es halt noch einen Dauerschach dann. Achso, ja. Das ist gegebenenfalls noch drin, aber auch nur dann, wenn Magnus hier unsauber spielt. Und das ist eigentlich nicht zu erwarten. Nee. Da er in den drei Schnellschachpartien, die wir heute gesehen haben...
nie die Kontrolle verloren hat, das muss man ganz klar so sagen. Es war nicht immer ein Start-Ziel-Sieg, in der ersten Partie war es lange ausgeglichen und dann erst im Endspiel hat sich Magnus da den Vorteil erarbeitet, aber auch nie so, dass Magnus was fürchten musste. Und jetzt mit Dame C5 sperrt die Dame wird der Damentausch angedroht. Wenn Schwarz die Dame schlägt, kann der Bauer auch nicht mehr aufgehalten werden. Ja, sowas wird kommen und jetzt wahrscheinlich C8 Dame und jetzt noch ein, zwei Schachgebote. Und nach König G3 höchstwahrscheinlich wird Schwarz demnächst aufgeben müssen, weil sich die Schachgebote erübrigen. Ja, also mit zwei Damen, das wäre doch nochmal ein spektakuläres Finish. So spektakulär wie Dame schlägt H6 bei Carlsen Kajakin, oder? Es war doch Dame schlägt H6 der finale Zug. Ich glaube sogar Dame H6. Achso, ohne was zu schlagen. Reines Damenauffall. Ja. Das war natürlich ein feuriges Ende. Vielleicht, also denkbar ist es auch noch, dass hier sowas in der Art kommt, aber ich glaube, dass Fabi vorher dann doch die Hand rüberreichen wird. Oh, aber das ist natürlich eine vernichtende Niederlage. 3-0 im Schnellschach. Wow, Wahnsinn. Ja, das Wahnsinn. Hätte, glaube ich, keiner so erwartet. Wir nicht, die Spieler nicht. Ich glaube, die wenigsten. Und Fabi wahrscheinlich auch nicht so. Aber trotzdem muss man sagen, er hat sich sehr gut geschlagen. Es war wirklich ein Match auf Augenhöhe. Wir haben das jetzt schon mehrmals betont. Aber das muss man vielleicht auch nochmal, weil der Tag heute natürlich was anderes widerspiegelt. Aber auf das ganze Match geschaut, war das wirklich ein super WM-Kampf. Wir können uns da nur auch bei den Spielern bedanken, dass sie da so gekämpft haben, so viele spannende, ausgeglichene Partien gebracht haben. Und nur das Ergebnis von 12 Remisen heißt ja nicht, dass es langweilig war, und das war es überhaupt bei weitem nicht. Also wir kriegen ja auch noch Züge rein. Ne? Also ja, stimmt. Also. Brauchen wir noch gar nicht hier die Zusammenfassung zu starten. Wir schauen mal, was hier noch gekämpft wird und ob es hier vielleicht auch nochmal ein Damenopfer gibt. Weiß hat davon ja gleich zwei vermutlich. Droht denn jetzt hier ein Dauerschach, wenn man sich eine Magnus hat es gemacht und vermutlich nicht, weil einem fehlen so ein paar Felder. Dame F4 zum Beispiel, König H1 und C1 ist kontrolliert. Es kam direktes F4. Ja, Fabi kämpft hier wirklich bis zum letzten Schluss. Ich finde das überhaupt nicht lächerlich, wie es im Chat geschrieben wird, sondern absolut nachvollziehbar. Da kämpft man halt bis zum bitteren Ende und das ist ja auch eine Schnellschachpartie, das heißt, es ist nicht viel Zeit. Man überlegt ja jetzt hier nicht noch 1,5 Stunden an seinem nächsten Zug, sondern spielt das zügig runter. Und jetzt ist auch das Ergebnis drin. Magnus ist der alte und neue Weltmeister. Indem er seinen Herausforderer, im Schnellschach wirklich dominiert hat. Das muss man sagen. Heute hat er gezeigt, dass er in kürzerer Bedenkzeit auf jeden Fall seinem Kontrahenten überlegen war. 3-0. Wahnsinn. Unfassbar. Aber Blick auf die klassischen Partien. Es war eine WM auf Augenhöhe. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, es war eine der besten Weltmeisterschaften im Sinne von objektiver Qualität und Spielstärke. Unfassbar wenig Fehler. Und ja, Glückwunsch an beide Spieler, dass sie so eine Leistung hier abgeliefert haben. Der Titel bleibt aber bei Magnus. Ja, aber vielleicht sehen wir bei der nächsten WM ja nochmal die gleichen Kontrahenten gegenüber sitzen. Man weiß es nicht. Wir sind gespannt und danken euch allen fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern. Ich gehe hier nochmal rein. Hier, Entschuldigung. Und verabschieden uns für heute und für diese WM. Aber ihr könnt natürlich uns jederzeit auf Chess24, nicht jederzeit, aber häufig auf Chess24, zum Beispiel in der Lernstunde oder beim Geschwätzblitz wiedersehen. Genau. Und in diesem Sinne, bis bald. Macht es gut. Tschüss.